19 Uhr, Donnerstagabend, auch heute wieder hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Trading Insights Webinar. Ich begrüße alle Teilnehmer und natürlich auch den Ingmar, der heute wieder mit von der Partie ist. Und ja, wir werden uns heute So, mit. René, jetzt nochmal. Ich probiere es gerade nochmal. Hörst du Okay, mich jetzt? jetzt hört man dich, ja. Also, ich habe geredet, aber das ist ganz merkwürdig hier manchmal bei dieser Software, warum der das da nicht erkennt. Naja, jetzt klappt's. Guten Abend, René. Natürlich, hallo auch in die Runde. Heute auch wieder werde ich auf die Fragen eingehen, die hier zwischenzeitlich auftauchen. Also, wenn ihr Fragen habt, schreibt in den Chat rein, in die Fragenbox und dann gebe ich dir entsprechend an René weiter oder antworte direkt an dort. Genau, wir wollen uns heute mit dem Thema oder mit einem Thema 10-Punkte-Plan zur Professionalisierung des Handels befassen. Ich glaube, es ist wichtig, sich das immer mal wieder bewusst zu machen, wie sich das unterscheidet, wenn man das wirklich hauptberuflich machen möchte, beziehungsweise wenn man es nebenberuflich machen möchte, aber auf professionellem Niveau. Was alles die potenziellen Baustellen sind, was alles auch die potenziellen Stellrädchen sind und was alles auch die Faktoren sind, wegen denen man vielleicht in bestimmten Phasen seiner Entwicklung weniger gut performt hat und sich dann irgendwann auch besser entwickeln kann. Also das wollen wir heute alles durchsprechen. Natürlich in der Kürze der Zeit können wir vieles nur anreißen, aber ich denke, es wird trotzdem für jeden interessant sein, auch gerade für diejenigen, die schon das Ganze semi-professionell machen und da schon sehr, sehr weit sind, weil es, das ist das, was wir immer wieder auch sehen, in den Gesprächen mit den Tradern, mit den Teilnehmern von Ausbildung, da zeigt sich immer wieder, dass oftmals gar nicht das Bewusstsein da ist, warum zum Beispiel dann auch die Ergebnisse sehr deutlich abweichen von dem, was das System eigentlich erhandelt hat oder was bei mir rausgekommen ist. Und wir werden, wenn wir die Liste durchgehen und das heute hier durchsprechen, wird man feststellen, okay, daran kann es liegen, das ist etwas, was zu beachten ist. Ich habe zum Beispiel über viele Jahre sehr viel Geld, allerdings Geld, was kaum messbar ist, weil man es ja gar nicht vergleichen kann, weil man es gar nicht vergleicht, weil man keinen Vergleich hat. Ich habe sehr viel Geld verschenkt, indem ich das Rollen völlig vernachlässigt habe. Ich habe die Kontrakte dann gerollt, wenn es mir gerade aufgefallen ist. Das war natürlich erbärmlich. Allerdings macht man sich vieles nicht bewusst, beziehungsweise wenn es sehr, sehr gut läuft, das wird jeder kennen, in Phasen, in denen man vielleicht viel Geld verdient, weil man im Lotto gewonnen hat oder Gott weiß was. Dann lässt man auch mal fünfe gerade sein und dann kauft man mal dies und mal das und man guckt nicht auf die Preise. Und warum soll es im Trading anders sein? Da vernachlässigt man auch Dinge wie Gebühren und ja, vernachlässigt auch die Zeitpunkte fürs Rollen. Also von daher, da gibt es viele, viele Faktoren, an denen man ansetzen kann und auch muss, um sein Trading zu optimieren. Und das wird ein stetiger Prozess sein. Ich würde auch nicht behaupten, und ich glaube, niemand kann das behaupten, dass man in einem Modus ist, der nicht verbesserbar ist. Also ich bin überzeugt, in 30 Jahren werde ich mich immer noch verbessern können. Und da wird jetzt der eine oder andere vielleicht sagen, wie kann das sein, wenn man das hauptberuflich macht, dass man immer noch dazulernt. Ich habe es ja schon ein paar Mal auch in anderen Webinaren gesagt. Ich glaube, da sind einige auf einem völlig falschen Dampfer unterwegs. Wenn ihr euch mal, und viele von euch haben das ja gemacht, wenn ihr euch mal Biografien anschaut von erfolgreichen Leuten aus dem Showbusiness, aus der Wirtschaft, aus dem Musikbusiness, wo auch immer, das sind alles Leute, die sehr geerdet sind und die vor allem eben nicht so tun, als hätten sie die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern die sagen immer wieder, klar, ich weiß viel, aber ich mache da ständig Fehler und da lerne ich wieder was. Also die sprechen eher davon, dass sie Fehler machen und aus diesen Fehlern lernen. Und das sind komischerweise eher die Retail-Leute, die mit den letzten 10.000 Euro oder mit den letzten 5.000 Euro herumkrebsen, ohne das jetzt böse zu meinen. Die meinen, jemand, der etwas professionell macht,
darf keine Fehler machen und müsste nichts mehr dazu lernen. Und ich glaube, das ist natürlich ein ganz, ganz großer Irrtum. Und damit wollen wir uns heute deshalb auch auseinandersetzen. Wie immer die rechtlichen Hinweise zunächst. Wir richten uns an kundige Selbstentscheider mit Erfahrung im Bereich Hebelprodukte. Alles, was wir heute besprechen, dient nur Demonstrationszwecken, ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, wobei das heute ja sowieso nicht dazu käme, weil wir ja heute eher uns mit mit allgemeinen Themen befassen. Aber dennoch, Hebelprodukte beinhalten ein hohes Risiko, das bis hin zum Totalverlust reichen kann. Es kann zu Knockouts kommen, Optionsscheine können wertlos verfallen und der Emittent kann auch ausfallen. So, dann wollen wir mal loslegen. Und ja, wir werden so ein bisschen so einen Streifzug dadurch machen, durch das, was ich mit Tradern mache, mit denen ich im 1-zu-1-Coaching zusammenarbeite. 1-zu-1-Coachings, das ist auch eine Erkenntnis, die wir in den letzten Jahren gewonnen haben. Auch da lernt man natürlich durch die empirische Erfahrung dazu. Die ersten Ausbildungen, die ich gemacht habe, da bin ich davon ausgegangen, dass die Leute auf der anderen Seite, sprich also die Teilnehmer, dass die so rangehen, wie ich das gemacht habe. Ich habe zum Beispiel bei Seminaren, bei Vorträgen gesessen, habe jedes Wort aufgesogen und habe versucht, mir die wichtigsten Sachen zu merken, habe eigenständig recherchiert, hatte auch eine realistische Erwartungshaltung. Ich bin also nie hingegangen, habe gesagt, okay, jetzt hat Larry Williams oder Joe Ross oder Gott weiß wer gesagt, das Setup XY funktioniert und jetzt muss ich jeden Trade Geld verdienen. Also ich hatte da schon eine sehr realistische Einschätzung und habe da von vornherein auch selbst die Verantwortung übernommen für das, was ich auch von anderen gelernt habe. Und was ich eben über die Jahre festgestellt habe oder was wir festgestellt haben, ist, dass diese Erwartungshaltung einfach falsch ist. Viele sind heutzutage, und das kann man wahrscheinlich niemandem sogar wirklich vorwerfen, viele sind, das ist gar nicht mal nur auf den Börsenbereich gemünzt, sondern auf alles, viele sind einfach Konsumenten, aber keine Macher, beziehungsweise haben ein ganz geringes Maß an Eigeninitiative. Da muss man sich nur mal umschauen. Wenn ich jetzt hier aus dem Fenster schauen würde, sehe ich links einen Mähroboter auf dem Rasen, rechts einen, also da geht das ja schon los. Die Leute haben irgendwelche Haushaltsgeräte, die den Boden saugen. Also ich meine, da mag man jetzt drüber lachen, aber das ist ja genau Ausdruck dessen, dass wir alles abgeben, nichts mehr selbst machen müssen. Und naja, wenn man das so kultiviert, also ich mähe zum Beispiel noch Rasen selbst, aber wenn man das kultiviert, dass man da alles abgibt und lässt dort einen Roboter rumfahren und da wischt eine Putzfrau rum, es wird mit Sicherheit für alles gute Begründungen geben, aber wir sind eine Gesellschaft geworden, in der konsumiert wird, erwartet wird, aber die Eigeninitiative ist kaum vorhanden. Und ich glaube, das ist natürlich ein ganz, ganz großer Punkt. Das habe ich mehr oder weniger als gegeben gesetzt oder als gegeben vorausgesetzt seinerzeit. Und da haben wir schon auch gelernt, dass das Arbeiten in A kleineren Gruppen, was wir dann auch gemacht haben in den jüngeren Ausbildungen, wichtig ist und darüber hinaus das Arbeiten 1-zu-1 mit den Tradern auch eine ganz, ganz wichtige Komponente ist. Und deshalb werden wir auch heute jetzt hier im ersten Part so ein bisschen das durchgehen, was ich in 1-zu-1-Coachings mit Tradern mache. Nämlich im ersten Schritt ist es schon mal wichtig, dass wir eine Zielsetzung formulieren. Die meisten, wenn man dann loslegt gemeinsam, stellt sich heraus, sie haben überhaupt kein Ziel. Also das Ziel zum Beispiel, ich möchte reich werden, ist kein Ziel. Was ist denn reich? Also jeder definiert das anders. Jemand, der vielleicht bis vor ein paar Wochen noch auf der Straße gelebt hat, für den werden, keine Ahnung, 30.000 Euro werden vielleicht viel Geld sein, sind auch viel Geld, aber für den ist das vielleicht reich. Jemand, der aus einer Millionärsfamilie, aus einer Unternehmerfamilie kommt, der wird vielleicht sagen, also unter 100 Millionen merke ich gar nichts. Also von daher, wenn jemand nicht mal ein konkretes Ziel hat, also nicht konkret formulieren kann, was ist denn das Ziel? Ich möchte dies und das. Ich möchte so und so viel Euro verdient haben in 10 Jahren oder ich möchte selbstständig von der Börse leben können. Das ist zum Beispiel ein sehr konkretes Ziel. Das ist eine Zielsetzung, aber einfach nur, ich möchte reich werden, ist kein Ziel. Das ist
irgendwas dahin gerotzt. Also im ersten Schritt ist es schon mal wichtig, dass man ein Ziel formuliert, beziehungsweise dass man das gemeinsam bespricht. Und dann geht es im nächsten Schritt natürlich darum, wie ist das denn erreichbar? Und bei den meisten ist es so, dass ich eigentlich immer empfehle, dass man das erstmal nebenberuflich macht, weil hauptberuflich zu traden, da muss man schon natürlich auch ein bisschen was beiseite haben. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Punkt. Wir haben teilweise Leute hier gehabt, die haben auch teilweise von anderen Referenten die Seminare geben, erzählt bekommen, ja, man kann es auch schaffen, von 10.000 Euro leben zu können, also mit 10.000 Euro Handelskapital seinen Lebensunterhalt damit zu bestreiten. Das ist natürlich, ja, ich will es mal freundlich formulieren, es ist also auf jeden Fall sehr, sehr grenzwertig, so eine Äußerung zu tätigen, weil meiner Meinung nach braucht man Minimum 150.000, eher sogar eine Viertelmillion plus noch für 2, 3 Jahre Geld beiseite. Dann ist man meiner Meinung nach sicher aufgestellt, wenn man dann eine gute Grundlage hat. Aber also da ist dann schon mal der erste Punkt. Es ist ja nicht alleine damit getan, dass man sagt, ich möchte so und so viel verdienen oder ich möchte davon leben können innerhalb von so und so vielen Jahren, sondern man muss auch gucken, ist das ein realistisches Ziel? Viele haben erstens keine Ziele. Wenn sie Ziele haben, dann haben sie Ziele, die nicht realistisch sind. Zumindest nicht realistisch mit den Rahmenbedingungen, die sie haben. Wenn jetzt jemand also ankommt mit einem Konto von 10, 20.000 Euro und glaubt, er könne innerhalb von einem Jahr vom Trading leben, dann muss man ehrlicherweise sagen, das ist Quatsch. Das kann funktionieren, wenn er ein riesiges Glück hat und eine super Phase erwischt, ein riesiger Rohstoffbullenmarkt oder ein riesiger Bärenmarkt oder die Aktienmärkte bewegen sich super stark und er hat ein gutes Händchen, aber realistisch ist das nicht. Und dann geht es natürlich an dem Punkt darum, macht man das nebenberuflich oder macht man das hauptberuflich? Und bei den nebenberuflichen Tradern unterscheide ich im Prinzip zwei Gruppen. Bei den einen soll es nur ein Hobby bleiben, da soll ein bisschen was nebenher bei rumkommen. Da ist dann typischerweise die Bereitschaft und auch die Möglichkeit, viel Geld und Zeit zu investieren, sehr, sehr gering ausgeprägt. Also viele haben dann ein Minikonto, haben vielleicht so eine Stunde Zeit pro Woche, wollen, wir hatten jetzt neulich, hatte ich eine Korrespondenz mit einem Trader, der hat meines Wissens, ich will nichts Falsches sagen, dem waren, glaube ich, 5 Minuten pro Tag für eine Orderaufgabe zu viel. Das kann gut sein, wenn jemand sehr beschäftigt ist und keine Ahnung, dann kann das so sein. Nur dann darf ich halt nicht die Erwartung haben, ich werde da viel reißen. Also auch da einfach nur mal weitergedacht in einen anderen Beruf. Stellt euch mal vor, ich habe jetzt die Erwartungshaltung, ich kann mit Fußball spielen, meinen Lebensunterhalt bestreiten und gehe irgendwo hin. Ich habe in Frankfurt gespielt in der Jugend und im Amateurbereich ein Jahr lang. Ich gehe dahin und sage, pass auf, also ich würde gerne hier bei der U23 oder bis zur U23 es packen. Ich kann aber nur zweimal die Woche und dann habe ich aber auch keine Lust, die Laufeinheiten mitzumachen. Und bei den Spielen werde ich auch manchmal nicht da sein. Dann die werden, ohne mit der Wimper zu zucken, mich da vom Acker jagen und mit Recht. Aber an der Börse gibt es Leute, die haben genau diese Vorstellung. Also es muss klar unterschieden werden, hat jemand auch eine ernsthafte Absicht und hat auch die Bereitschaft dazu und die Möglichkeiten, also sprich, jemand hat die Möglichkeit, zum Beispiel auch eine Ausbildung zu genießen, hat einen Mentor, kann sich eigenständig viel mit den Märkten befassen, hat auch einen gewissen Grundstock an Kapital oder ist das von vornherein so ein Ding, naja, ich brauche irgendwas, weil mit der Frau ist es langweilig am Wochenende oder unter der Woche in der Freizeit. Ich brauche irgendwas, was mich ablenkt, möchte aber eigentlich gar nichts wissen. Das ist auch das Erschreckende. Mich fasziniert zum Beispiel alles, was ich auch im Zusammenhang mit Börse jemals irgendwo gelesen habe, vernommen habe. Auch die Sachen, die vielleicht nicht so schön sind, auch die Erfahrungen, die nicht so schön sind. Es gibt Leute, die wollen gar nicht wissen, warum das so ist. Also warum zum Beispiel gibt es Saisonalitäten? Es gibt Leute, die sind wirklich nur bis zu dem Punkt, es gibt ein Signal und dann muss das gefälligst funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, ist es Dreck. Das kann nicht funktionieren. Wenn man sich nicht für etwas interessiert, kommt auch nicht viel dabei raus.
vielleicht durch Glück ein bisschen was. Aber da muss man eben klar unterscheiden. Und deshalb habe ich den Bereich oder diese Sparte nebenberuflich nochmal unterkategorisiert. Bei den einen ist die Bereitschaft und die Möglichkeit, was Zeit, Wissen und Geld angeht, zu investieren, da, bei den anderen nicht. Für diejenigen, die sagen, ich habe überhaupt keine Zeit und auch keine Lust, mich jetzt da einzulesen in Erntereports und mich mit Fachchinesisch auseinanderzusetzen. Ich habe da keine Lust und keine Zeit dafür. Für die sind nur ganz, ganz simple, rudimentäre Strategien ohne diskretionäre Entscheidungskomponente mit drin. Also das heißt, etwas wie, wenn es Montag ist und 9 Uhr und es ein neues Tageshoch gibt, dann long, stop, was weiß ich, 50 Ticks entfernt, Ausstieg 22 Uhr. Also etwas, was keinen Interpretationsspielraum lässt und vor allem etwas, was keine diskretionäre Komponente in der Hinsicht hat. Wir haben es jetzt zum Beispiel auch im Trading Room erlebt in jüngster Vergangenheit. Wir haben sehr viel über die Getreidemärkte gesprochen. Ich müsste dann A, Informationsquellen haben, wenn ich das also ein bisschen smarter machen möchte. Ich müsste Informationsquellen haben. Wie ist die Wetterlage? Was sind die Anbaugebiete? Das muss ich wissen. Wie sind die Lagerbestände? Wo kann ich diese Informationen herbekommen? Wie lese ich den Waste-Report von der USDA? Solche Geschichten. Jemand, der das nicht kann oder nicht will, für den bleibt nur ein ganz, ganz simples System. Und diese Systeme gibt es ja, aber, und jetzt kommt das große Aber, viele glauben, sie kriegen ein sehr einfaches System, wollen gar nichts wissen drumherum und können damit aber sehr schnell sehr viel verdienen. Und das funktioniert nicht. Also ich möchte nicht wissen, wie viele Stunden Steve Jobs in seiner Garage da verbracht hat, aber mit einmal am Tag 5 Minuten vorbeischauen, ist das mit Sicherheit nicht so geworden, dass es ein Produkt wird oder eine Firma, deren Produkte wir alle täglich benutzen, wo praktisch jeder Erdbewohner so ein Produkt hat im Durchschnitt. Also ganz sicher nicht mit 5 Minuten und ach, erzähl mir nichts, wie es funktioniert. Deshalb auch da wieder natürlich völlig unrealistische Erwartungshaltung. Es gibt einfache Strategien, ganz klar. Nur ich muss natürlich verstehen. Nehmen wir mal das Beispiel saisonale Effekte. Ich kann eine Saisonalität statistisch messen. Ich kann also sagen, in 75% der Fälle steigt es im Orangensaft zwischen Ende Oktober und Ende Dezember. Das kann ich messen, kann es statistisch quantifizieren und habe dann eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Jemand, der nicht weiter arbeiten möchte oder nicht weiter verstehen möchte, warum ist das so, der wird also jedes Jahr stupide Ende Oktober long gehen, bis Ende Dezember long bleiben und dann rausgehen. Der wird aber natürlich irgendwann mal sowas erleben wie letztes Jahr, dass das nämlich genau dann nicht funktioniert. Und wenn er nicht versteht, warum das so ist, dann muss er entweder ein hohes Maß an Akzeptanz haben, sprich, er muss sagen, okay, ich habe keine Zeit dafür, ich habe auch ganz, ganz einfache Systeme, ich muss das halt einfach sehr, sehr lange handeln, weil ich habe keine großen Möglichkeiten, das auch tiefer zu verstehen und ich brauche einfach sehr, sehr viele Wiederholungen. Nach 10 Jahren wird sich das rechnen. Genau die sind es aber, die natürlich genau andere Erwartungshaltungen haben, die dann also sagen, Schrottsystem funktioniert nicht, jetzt schon das 2. Jahr in Folge funktioniert diese Scheiß-Saisonalität nicht. Jemand, der, das haben wir ja in der Ausbildung, in der RW-Mentoring-Ausbildung speziell dann auch gemacht, oder machen das dort, dass wir auch schauen, woher kommen diese saisonalen Effekte. Also zum Beispiel, warum sind die Getreidepreise jetzt zwischen April und Juni so volatil? Weil das die Planting Season ist, also die Pflanzzeit. Wofür ist das dann anfällig, dieses Produkt? Oder wofür sind diese Rohstoffe dann anfällig? Jemand, der das versteht oder jemand, der auch versteht jetzt, um beim Beispiel Orangensaft zu bleiben, dass im letzten Jahr durch El Niño wir einen sehr, sehr milden Winter hatten. Und milder Winter bedeutet, die Wahrscheinlichkeit für Frostschäden in Florida ist nahezu bei null. Und dann ist auch dieser Effekt, dieser saisonale Effekt, Spekulation auf Frostschäden bei der Ernte, der ist dann weg. Das heißt, es ist ganz, ganz logisch, dass das nicht funktioniert hat. Aber jemand, der einfach nur die Saisonalität sich angeschaut hat und sagt, okay, funktioniert meistens, mache ich, der wird in dem Jahr frustriert gewesen sein. Und wenn er nicht versteht, warum, wird der Frust umso größer sein. Und das ist nochmal ein ganz, ganz riesiger Unterschied. Und mittlerweile, glaube ich oder bin inzwischen eigentlich felsenfest überzeugt davon, dass nur mit Statistiken sind schön und sind gut, aber wenn ich nicht verstehe, was dahinter steht, also nur mit dem bloßen darauf setzen, dass sich bestimmte Regelmäßigkeiten auf Dauer durchsetzen,
die meisten sind nicht so robust mental, dass sie das hinbekommen. Also von daher, es gibt diese einfachen Strategien, aber unserer Erfahrung nach, leider Gottes, ist es so, dass die Leute, die keine Bereitschaft haben und kein Bewusstsein, was möglich ist und was eben nicht möglich ist, die also unrealistisch unterwegs sind, dass die natürlich dann auch ganz schnell aufhören. Und das sind natürlich genau diejenigen, die müssten, die haben so einfache Ansätze, dass man sie extrem lange anwenden muss. Und das ist halt etwas, wie gesagt, ich kann nicht hergehen und sagen, ich kann zweimal die Woche trainieren und bin jedes dritte Spiel auch da und habe dann die Erwartungshaltung, dass ich Fußballprofi werde. Also das funktioniert nicht. Genau so agieren aber viele im Börsenbereich. Und jemand, der eben so wenig Zeit, Wissen, Bereitschaft und wahrscheinlich auch Geld zu investieren bereit ist, der muss zwingend größere Schwankungen akzeptieren. Also ein Konto von 5.000 Euro wird prozentual natürlich viel stärker schwanken, weil ich es nicht so fein das Risiko nicht so rausnehmen kann. Ich kann nicht so diversifizieren, ich kann nicht so viele Strategien reinpacken, ich kann nicht mit den Positionsgrößen variieren, ich kann die Risiken in Prozent einfach nicht so klein halten. Kostenfaktor wird ungleich höher sein, prozentual, weil es gewisse Grundkosten gibt für eine Transaktion, für Datenfeeds und so weiter. Also so jemand wird zwangsläufig große Schwankungen in seinem Konto drin haben. Das sind aber genau diejenigen, die dann die letzten 3 Euro zusammengekratzt haben und die eben überhaupt keine Schwankungen wollen. Und umgekehrt, diejenigen, und das ist, ich glaube, das ist ein wirtschaftliches Grundgesetz, meiner Meinung nach, ein Naturgesetz, da wo schon viel Geld ist, also ich habe teilweise Kunden, die sind Unternehmer, die handeln mit Konten von 1 Million aufwärts, die werden natürlich die Schwankungen gering halten können und werden das mental gut aushalten. Die sind aber zudem auch, weil sie Unternehmer eben schon sind, sind sie sehr interessiert, bilden sich weiter. Das heißt, diejenigen, die die Schwankungen aushalten könnten, weil sie sich auch dann weitergebildet haben, weil sie auch entsprechend eine entsprechende Einstellung haben zum Thema Risiken und Ertrag. Die haben diese Schwankungen erst gar nicht. Das mag der ein oder andere vielleicht unfair finden und das soll auch nicht bedeuten, dass jemand mit einem kleinen Konto das nicht erreichen kann, aber worum es hier geht, ist Realismus. Also, wenn ich manchmal Mails lese von Tradern, dann kommt es mir so vor, als würden die Wunderdinge erwarten und ich muss halt einfach wissen, also wir, ich weiß nicht, wie es beim Ingmar war, bei mir waren es, ich habe mit 20, 25.000 Euro damals angefangen, also auch ein kleiner Start. Das hat natürlich geschwankt wie Sau. Ich war zwischenzeitlich mal bei 120.000, ohne dass ich wusste, wie das zustande kam. Dann ist das zurückgefallen auf 60.000. Dann war das mal irgendwo bei 225.000. Dann war es mal wieder bei 10.000. Also, ich habe mich aber zu keiner Zeit beschwert oder hatte die Erwartung, dass ich da ohne Schwankungen zurechtkomme. Und darum geht's. Also natürlich, viele fangen mit wenig an und arbeiten sich dann hoch, aber halt nicht mit der Erwartung, ich mache nichts und ich bin auch nicht bereit, Schwankungen zu tolerieren und fürs Lernen zu bezahlen, also gar nicht mal in Form von einer Ausbildung, sondern jedes Lernen. Ich habe jetzt zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass ich mich von den Bondmärkten fernhalte. Diese Erfahrung hat mich 5.000 Euro gekostet oder 5.500 Euro gekostet. Da jammere ich keine Sekunde drüber, weil das einfach eine Einstellungssache ist. Ich werde jede Lehre, die ich im Leben mache, bezahlen, entweder monetär oder in Form von Schweiß, Aufwand, nervlicher Belastung, was auch immer. Ich werde immer für etwas, wo ich was lerne, bezahlen. Das ist eine Grundeinstellung, das weiß ich einfach. Und manche sind nicht dazu bereit. Also, um es klar zu sagen, natürlich kann man mit einem kleinen Konto beginnen, habe ich auch. Die meisten beginnen mit einem kleinen Konto. Es geht um die Einstellung. Wenn ich mit der Einstellung rangehe, alles Mist und ich hätte schon viel weiter sein müssen und das muss sehr, sehr schnell gehen, das ist eine völlig falsche Einstellung. Das funktioniert nirgends. Guckt euch einfach nur mal auch ja, erfolgreiche Künstler an. Ist ja nicht so, dass irgendwie einer zum ersten Mal irgendwo gesungen hat in so einer Spelunke und auf einmal haben sich dann 20.000 Leute drumherum geschart und er hat sofort einen Plattenvertrag bekommen. Die meisten haben irgendwann angefangen, haben vor 10 Leuten gesungen, haben Klinken geputzt und irgendwann kam dann der Durchbruch. Warum soll das denn an der Börse anders sein? Also es geht darum, ich brauche eine realistische Erwartungshaltung und ich brauche eine Einstellung, die natürlich auch mich weiterbringt. Und das ist bei vielen eben nicht der Fall. Deshalb also, wenn man schon starke Einschränkungen hat,
Man braucht dann Bereitschaft und viele haben diese Bereitschaft nicht. Und es gibt natürlich immer irgendwie Gründe. Viele sagen dann, ach, ich habe Familie und noch Job und so weiter. Naja, das haben die anderen auch alle gehabt, aber sie haben sich trotzdem interessiert dafür. Also ich darf dann halt einfach nicht erwarten, dass ich weiterkomme. Also das ist diese, René, genau. weil du es gerade gesagt hast, René, ich habe noch kleiner angefangen, weil, wie du weißt, ging es bei mir schon mit 14 los, da hatte ich auch noch keine 25.000. Aber man hat sich dann natürlich mit der Zeit hochgearbeitet. Aber natürlich habe ich noch mit viel kleineren Konten angefangen. Aber was du gerade gesagt hast zum Thema Realismus und dass man eine realistische Bereitschaft oder eine gute Bereitschaft haben muss und realistische Ziele, das sehe ich ganz genauso zu 100%. Ich frage mich manchmal, was oder wie manche an die Sache rangehen. Du weißt ja, dass ich auch dieses kurzfristige DAX-Trading mache. Der ein oder andere hier hat es schon mitbekommen. Und was ist wieder passiert? Es gab vor 3, 4 Tagen, gab es mal ein paar Minus-Trades. Dann haben die meisten wieder aufgehört. So, jetzt wurden in den letzten 2 Tagen der komplette Verlust wurde aufgeholt. Wir sind sogar jetzt wieder 200 Punkte vorne in diesem Monat. Das nehmen die Leute gar nicht mit. Und wenn ich dann teilweise lese, natürlich auch, mittlerweile finde ich es natürlich auch amüsant. Man gestern zum Beispiel, was habe ich dir geschrieben? Ich glaube, ich habe 350 DAX-Punkte mitgenommen. Dann schreibt jemand, oh, das war aber anstrengend heute, das waren ganz schön viele Trades. Gut, wenn man natürlich im Short-Term-Trading unterwegs ist und möchte viele Trades machen an einem Tag, wo der DAX kaum schwankt, dann muss man, um so viele Punkte mitzunehmen, natürlich auch viele Trades machen. Und wenn man sich mal anschaut, auf den verschiedenen CFD-Seiten, das haben wir schon öfter mal gemacht, wo immer steht, zwischen 70, 80, 90% der Leute verlieren ihr Geld. Ich glaube, da sollte der ein oder andere sich mal ein bisschen realistischere Ziele stecken und mal sehen, was eigentlich normal ist. Und normal ist es eigentlich nicht, dass man, was ich letztens hatte, mal 20, 30 Trades hintereinander im Plus hatte. Das kam jetzt auch mal vor. Und wenn dann 2 Minus-Trades kommen, dann zu sagen, oh, Ingmar, gräme dich nicht, es wird auch wieder bessere Zeiten kommen. Ich meine, was erwartet man in diesem Augenblick, dass das jetzt 50, 100 Trades nur im Plus landen und man gar kein Minus mehr macht? Ich meine, ich erzähle dir das ja immer, weil ich, keine Ahnung, frag mich mal, woher kommt die Erwartungshaltung her? Überall verlieren alle Leute Geld in diesem Kurzfrist-Trading. Wie gesagt, auf den Seiten steht es auch überall. Und dann nach 1, 2 Minus-Trades merkt man schon, wie die Nervosität zulegt. Und lustigerweise auch hier wieder, ich glaube, es liegt immer daran einfach, dass die Positionsgröße viel zu groß ist. Ich hatte es dir gesagt, ich war ja auch in mittelfristig orientierten Positionen, war ich zuletzt ja mal in einem DAX-Discount-Put unterwegs. Da sind die meisten rausgegangen, als der Markt ziemlich stark gestiegen ist über Wochen. So, dann ist der Markt stark eingebrochen innerhalb von wenigen Tagen. Put, sorry, wurde mit einem Plus verkauft. Jetzt wieder. Bei Drillig war ich im Discount Call drin. Timing war eine Katastrophe natürlich. War ganz, ganz schlecht. Ich bin eingestiegen bei diesem Discount Call, glaube ich, zu 4,11 € in etwa, 4,10 €. Es hat gedauert mit dieser Auktion ohne Ende. Da habe ich auch gemerkt, dass es Beschränkungen gab bei dieser Auktion. Ich dachte, das geht ein bisschen schneller, bis ich dann gelesen habe, dass die, glaube ich, pro Auktionsschritt irgendwie nur 1 Million € oder sowas bieten konnten. Und dann wird das wieder unterbrochen oder was auch immer oder 1,5 Millionen. Also wahnwitzig, wie hoch die Summe war eigentlich von diesen Schritten, bei den Summen, um die es da ging. Aber gut, das hat jetzt ewig gedauert. Jetzt kam gestern die Entscheidung, wer sozusagen bei der Auktion zugeschlagen hat. Drillig geht ab wie Schmidts Katze von gestern Abend bis heute Morgen. Heute Morgen verkaufe ich das Papier bei 4,55 €. So, jetzt gerade eben gucke ich nach. Papier steht wieder bei 1,80 €, glaube ich. Also ist wieder brutal gefallen. So, also war der Verkauf, hat noch alles hingehauen. Wir sind sogar im Plus rausgegangen. Hätte ich selber nicht mit gerechnet. Aber was ich sagen möchte, auch da wieder Feststellung, am blödesten Punkt, als das Papier fast wertlos war, bei 60, 70 Cent oder 80 Cent, sind viele rausgegangen, haben gesagt, ach Gott, jetzt verkaufe ich lieber, bevor ich alles verliere. Aber das ist genau das, was wir immer sagen. Ein einzelner Trade darf ja niemals das Depot in Gefahr bringen, sondern wenn man gerade solche Positionen handelt, wo man gar keinen Stopp setzt, dann darf ja auch nur diese eine Position auch nur 2 oder 3% vom Gesamtkapital oder so ausmachen. Natürlich, wenn man das aber so wählt, dass das 10, 20, 30% ausmacht, natürlich wird man nervös und verkauft die Position immer am dümmsten Moment wahrscheinlich. Das heißt auch nicht, dass es in Zukunft so sein muss, dass wieder auf einmal 3 Tage vor Bewertungstag oder in diesem Fall ist das nächste Woche Freitag, dass es wieder gut geht. Aber man hat einfach ein bisschen mehr oder man ist ein bisschen entspannter, kann abwarten.
Und in diesem Fall war mal das Glück auf meiner Seite. Hätte auch genauso sein können, dass das Produkt wertlos ausgebucht wird. Ja, gut, dann wäre es halt so gewesen. Aber man merkt eben an diesen Reaktionen, an diesen Emotionen, die immer wieder hochkochen, die Position ist einfach viel zu groß gemacht worden, meiner Meinung nach. Und dann kommen eben diese emotionalen Übertreibungen in die eine oder die andere Richtung. Wenn man viele Plus-Trades hat, dann ist man der Übergott. Macht man zwei, drei Minus-Trades, dann ist man der größte Trottel. Das muss man, glaube ich, oder muss jeder sich mal hinterfragen, auch unter Kontrolle kriegen und einfach sagen, okay, was ist eigentlich normal? Was sind meine Erwartungshaltungen, die ich haben kann? Und dann dementsprechend da an die Sache rangehen. Ja, wir haben ja auch mal genau bei dem Punkt drüber gesprochen, auch jetzt, ich glaube es heute oder gestern war das sogar. Und meiner Meinung nach kann man das ganz einfach unterscheiden. Retail-Trader beziehungsweise, ja gar nicht mal Retail-Trader, weil Retail-Trader an sich gibt es ja auch eine breite Facette und sehr, sehr gute Leute, auch die das hobbymäßig machen. Ein Amateur-Trader, sagen wir es mal so, der sich mit nichts befasst, der wird immer versuchen, Verluste zu vermeiden. Da haben wir ja auch immer wieder auch von Feedback sieht man das ja, dass es dann darum geht, wie könnte man das denn hinbekommen, dass man das System nur dann tradet, wenn es Gewinne macht und so weiter. Also das sieht man dann, dass Amateure, ohne das Böse zu meinen, versuchen, Verluste zu vermeiden, während Profis, das geht jetzt gar nicht mal um uns, sondern jeder Trader, der das hauptberuflich macht, den ich kennengelernt habe, das, was man in jeder Silbe raushört oder aus jeder Silbe heraushört, ist ein hohes Maß an Akzeptanz für Verluste und eine sehr gute Umgangsweise und eine Selbstverständlichkeit, was Verluste angeht. Und das ist ein ganz, ganz riesiger Unterschied. Also ich würde behaupten, wenn ich mich 3 Minuten mit jemandem unterhalte, kann ich sofort, also das kann eine wildfremde Person sein, kann ich sofort anhand der Unterhaltung, vorausgesetzt, sie ist ehrlich geführt, sofort anhand von zwei, drei Fragen oder von zwei, drei Äußerungen zum Thema Verluste, kann ich sofort sagen, Profi oder Amateur. Weil ich habe keinen Profi kennengelernt, der behauptet hat, er hätte nie Drawdowns, bei ihm lief es nicht manchmal schlecht. Im Gegenteil, diejenigen, ich habe das ja mal erzählt, Jim Bollinger, John Bollinger zum Beispiel hat über seine größten Verluste erzählt. Larry Williams hat das erzählt oder berichtet immer wieder darüber. Und im Retail-Bereich beziehungsweise bei denjenigen, die da rumzocken, ist das eben so ein Thema. Verluste bedeutet immer gleich Unfähigkeiten. Das ist natürlich ein ganz, ganz großer Punkt. Und deshalb, da passt es eigentlich ganz gut auch dazu. Wenn man sich mal hier diese linke Sparte anschaut, was muss ein hauptberuflicher Trader meiner Meinung nach mitbringen, beziehungsweise was ist Voraussetzung und was ist sein Weg, den er gehen muss? Er braucht meines Erachtens ein umfassendes Fundamentalwissen. Da wird es natürlich immer wieder Leute geben, die behaupten, braucht man nicht, es ist alles in den Charts drin. Meiner Meinung nach völliger Unsinn. Charts sind wichtig und ich würde nie behaupten, dass man die nicht braucht. Aber es ist eben Quatsch. Diejenigen, die mit Charttechnik Geld verdienen, haben ein sehr gutes Fundamentalwissen. Das ist einfach so. Und diejenigen, die so tun, als hätten sie, als würden sie nur Charttechnik anwenden, sobald man die messbar macht, stellt man fest, dass da gar nichts kommt, außer heißer Luft. Also das ist immer das Gleiche. In dem Moment, wo man sagt, okay, handel doch mal live oder zeig mal, wie sind denn da die Trades gelaufen, dann kommen Ausflüchte. Also daran kann man es sehr, sehr gut festmachen. Man braucht meines Erachtens ein umfassendes Fundamentalwissen und selbst dann, muss ich immer wieder betonen, selbst dann wird man trotzdem phasenweise Geld verlieren oder man wird zu früh dran sein. Also dann kann man sich ja mal ausrechnen, wo man landen wird, wenn man das nicht hat. Man braucht robuste Strategien und trotzdem wird man phasenweise Geld verlieren. Man braucht meines Erachtens, wenn man das hauptberuflich machen will, wenn man safe oder was heißt safe sein, das klingt blöd, wenn man einigermaßen ruhig schlafen möchte, braucht man meines Erachtens ein Handelskapital von 250.000, beziehungsweise das ist auch so das, wenn wir jetzt, wir sprechen ja jetzt davon, wie arbeite ich in einem 1-zu-1-Coaching mit Tradern zusammen, wenn jemand also jetzt anfängt mit 20, 30.000 Euro und dann sagt, okay, ich möchte in 3 Jahren davon leben können, ich würde das niemals an einer Zeit, an einem Zeitintervall festmachen, sondern meiner Meinung nach hängt das einzig und allein von der Kapitaldecke ab und
vom Kenntnisstand. Also ich kann jetzt natürlich sagen, okay, in 3 Jahren möchte ich Profi sein, habe aber ein Startkapital von 2.000 € und bin nach 3 Jahren bei 10.000 €, was super wäre von der Rendite her, aber was immer noch nicht reicht, um davon zu leben. Und wenn ich aber mich mit nichts auseinandergesetzt habe, dann sind 3 Jahre ins Land gezogen und ich bin überhaupt nicht vorbereitet dafür, um den Brückenschlag zum Fußball zu machen. Das wäre so, wie wenn der innerhalb von 3 Jahren an vielleicht 50 Trainingseinheiten teilnimmt und hat vielleicht 10 Spiele bestritten und erwartet dann, dass er im Kader von der ersten Mannschaft ist, wird nicht funktionieren. Deshalb, man kann es sehr gut daran festmachen, sobald jemand eine Viertelmillion hat und eben entsprechend erfahren ist, also umfassendes Fundamentalwissen hat, die wichtigsten Sachen weiß und halt auch sein Konto organisch hochgehandelt hat. Also jetzt einfach eine Viertelmillion irgendwo drauf zu knallen und zu sagen, ich habe genug, wird schon gut gehen, funktioniert nicht. Also viele kommen immer mit Zeitfenstern und sagen, das muss doch nach so und so vielen Jahren spätestens. Das ist meiner Meinung nach Quatsch. Also nur meine Sicht, wer es anders sieht, sieht es anders. Man muss es an der Kontokapitalisierung festmachen. Also wann kann ich vom Trading leben? Nicht nach 2 Jahren, nicht nach einem Jahr, nicht nach 5 Jahren und auch nicht nach 10 Jahren, sondern dann, wenn ich organisch ein Konto auf eine Viertelmillion hochgehandelt habe und nicht von 220.000 auf eine Viertelmillion, sondern eben von meinetwegen, wo viele starten, 25, 30, vielleicht 50.000. Das ist meines Erachtens eine Summe, die Sinn macht. Und vor allem dabei ist aber auch noch nicht berücksichtigt, man sollte meiner Meinung nach, wenn man es ganz, ganz robust aufsetzen möchte, für 2 bis 3 Jahre noch Geld zum Leben beiseite haben. Also wenn jetzt jemand sagt, okay, ich brauche 30.000 € zum Leben pro Jahr, dann wird er nochmal so 50.000 bis 60.000 beiseite haben müssen, damit er an sein Handelskapital nicht rangeht. Weil wir müssen ja auch noch Steuern zahlen, wir haben Kosten für Softwares und so weiter. Und wir haben natürlich auch keine linearen Auszahlungsprofile, sondern es wird vielleicht, wenn man Pech hat, 2, 3 Jahre nicht so vorangehen. Und in dieser Zeit darf ich ja nicht ans Handelskapital rangehen, das wäre ja absolut fatal, weil ich dann in der Phase, in der ich dann wieder Performance machen kann und Boden gut machen kann, auf einmal dann, wenn ich da 60.000 runtergenommen hätte von der Viertelmillion, handle ich ja jetzt mit weniger Kapital in der guten Phase. Das heißt, das wäre absolut fatal. So müsste man es oder muss man es aufsetzen, wenn man das dann professionell machen möchte. Deshalb kommt für die meisten erstmal eine nebenberufliche Trading-Tätigkeit in Frage. Wenn man das in Vollzeit macht, hat man komplexere Entscheidungsgrundlagen. Das heißt, man wird also nicht nur eine Saisonalität handeln, sondern ich weiß, okay, saisonales Zeitfenster, typischerweise macht der Markt jetzt das und das. Dann schaue ich aber im nächsten Schritt hin, wenn es ein Getreide ist, was für eine Phase haben wir? Ah, wir haben Pflanzzeit. Lese Erntereports, dann stellt man fest, okay, es sind von typischerweise im Moment nur, typischerweise werden sie jetzt 80% der Ackerfläche bepflanzt, es sind nur 39%, okay, tendenziell eher long. Wo es diese Informationsquellen gibt, haben wir zum Beispiel auch alles in der Ausbildung besprochen oder besprechen das dort. Das meiste ist sogar gratis im Internet verfügbar, aber viele nutzen das nicht. Und ich habe auch immer gedacht, das kann ja nicht sein, dass ein paar Leute, dass diese Quellen da sind und ein paar das nutzen und die anderen nicht. Ganz, ganz viel. Also wir werden nachher kurz darüber sprechen, weil ich konkrete Beispiele auch zeigen will, was da den Unterschied ausmacht oder wie Entscheidungen zustande kommen. Mittlerweile bin ich der festen Überzeugung und zu der Erkenntnis gekommen, es gibt ganz viel, was tatsächlich frei zugänglich im Internet ist, was aber ganz viele nicht nutzen. Und das werden wir an konkreten Beispielen auch gleich festmachen können. Wichtig ist reale Erfahrung, haben wir eben gerade schon gesagt. Die mentale Belastbarkeit, die kommt ja bei jemandem, der das hauptberuflich macht und der das ernst angeht, kommt ja automatisch dadurch, dass er sich permanent damit befasst. Und jemand, der sich nur rudimentär oder nicht mal das damit befasst, der wird natürlich immer hochnervös bleiben. Deshalb sieht man auch natürlich immer wieder irgendwelche Leute, die dann austicken und sagen, das ist scheiße und das funktioniert nicht. Ganz einfach, weil sie sich damit nicht befassen. Wenn sie sich damit befassen würden, würde das mit der Zeit besser werden. Ich mache seit 3 Jahren Updates zu der MDC. Da kann jeder kann in diesen Updates nachvollziehen, wenn wir zum Beispiel auf Basis von den COT-Daten irgendetwas machen, jetzt beispielsweise bei Silber aktuell die COT-Daten, ganz interessante Ausgangssituation, der Spread Silber gegen Gold. Da kann jeder anhand eines solchen Videos nachvollziehen, ist das Quatsch, was er da erzählt und hat vielleicht einmal funktioniert und sonst nie wieder.
Oder hat das funktioniert in der Vergangenheit und ich kann überprüfen sogar, wie stark ist es denn gelaufen, wie stark variiert es gegen mich, wie lange dauert es. Das kann jeder nachvollziehen. Wenn ich mir die Dauer von solchen Videos, also die Anschaudauer, wenn ich mir die anschaue, dann weiß ich natürlich genau, wie das zu unterteilen ist. Da ist, glaube ich, bei den Videos, bei den Update-Videos im Durchschnitt, glaube ich, 11 Minuten. Die Dinger gehen aber zwischen 45, also zwischen 25 mittlerweile, weil ich es ein bisschen kürzer mache, und 60 Minuten. So, da werden also Leute dabei sein, die schalten das nach 2 Minuten ab und dann sind Leute dabei, die gucken das halt über die vollen 45 Minuten, meinetwegen. Derjenige, der sich nur 2 Minuten anschaut, das sind ja in der Regel nicht diejenigen, die sagen, okay, ich bin Fondsmanager, weiß ich schon alles, brauche ich mir nicht angucken, sondern das sind genau diejenigen, für die es wichtig wäre, dass sie sich davon überzeugen, dass das kein Quatsch ist, sondern dass es einfach in einem Auszahlungsprofil eine breite Streuung gibt. Manche Sachen laufen so lala, ein paar laufen schlecht oder ein paar Trades laufen schlecht und einige sind Volltreffer. Wie der Ingmar es vorhin auch gesagt hat, das ist ein Auszahlungsprofil, so läuft das nun mal. Und wenn man sich damit natürlich nicht befasst, wird man immer in diesem Modus stecken bleiben. Und daran sieht man natürlich, dass einfach da auch die Ernsthaftigkeit fehlt. Und ich glaube, man muss auch die eigentliche Motivation hinterfragen. Ich glaube, für manche ist es einfach so ein bisschen, ich meine, es gibt auch Leute, die gehen zu Fußball spielen, nicht wegen dem Spiel, sondern um sich dann gegenseitig auf die Fresse zu hauen. Und auch da wieder, warum soll es an der Börse anders sein? Also ich glaube, die Motivation von manchen ist nicht mal Geld zu verdienen, sondern vielleicht einfach ein bisschen Frust abzuladen, keine Ahnung. Also ich glaube, es gibt in jedem Bereich immer wieder ähnliche Gruppen, die sich da bilden. Und das Interessante ist, diese mentale Belastbarkeit, die kann natürlich bei so jemandem, der sich mit nichts auseinandersetzt, nie kommen. Das heißt, er wird immer in diesem Aggro, alle sind böse, alles ist schlecht, nichts funktioniert, Modus bleiben. Und jemand, der sich damit befasst, wird, so wie ich zum Beispiel, ich habe jeden Fehler aus der Vergangenheit, kann ich heute sagen, das hätte ich besser machen können, wenn ich das und das gewusst hätte. Und man lernt immer wieder dazu. Natürlich jemand, der sich mit nichts befasst, wird niemals eigene Fehler reflektieren können, wird niemals irgendwelche Informationslücken stopfen können. Von daher, diejenigen, die sich damit befassen, werden immer robuster und können locker damit umgehen, was alles so auftritt. Und diejenigen, die sich mit nichts befassen, werden natürlich eine völlig unrealistische Erwartungshaltung haben und werden immer in diesem gleichen Modus verbleiben. Und die Situationen, die auftreten, die wird man, wenn man sich damit eingehender befasst, wird man die immer routinierter managen können. Die machen manchmal auch keinen Spaß, aber am Ende wird man routiniert damit umgehen können. Und wenn man sich mit nichts befasst, werden die natürlich immer zur Kapitulation führen. Also von daher, das Interessante ist ja, und das ist ja, da ist es ganz vorteilhaft, dass der Ingmar schon sehr lange tradet und dass wir uns auch schon lange kennen und dass wir uns da austauschen. Und das Austauschen hat überhaupt nicht damit zu tun, von wegen, guck mal, wie doof alle anderen sind. Wir machen ja selbst immer wieder Fehler und oder treffen suboptimale Entscheidungen. Also von daher, das Interessante ist tatsächlich mal rein aus psychologischer Sicht, wenn er mir berichtet, was Trader, die bei ihm beim Trading zuschauen, was die für Kommentare abgeben. Ich kann diese Kommentare eins zu eins aus Chats oder aus E-Mail-Korrespondenzen mit mir, kann ich eins zu eins, die könnte man übereinander legen, das würde im Wortlaut exakt gleich sein. Also das Gleiche erlebt man immer wieder und das ist aus psychologischer Sicht interessant, weil offensichtlich hat man natürlich bestimmte Entscheidungsheuristiken, man hat offensichtlich auch bestimmte Problemlösungsmodi, in die man immer wieder verfällt. Und das ist völlig losgelöst. Die Leute kennen sich wahrscheinlich gar nicht oder mit ziemlicher Sicherheit kennen die sich nicht untereinander, aber trotzdem kommen sie immer auf die gleichen Ideen. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Und deshalb, ich glaube, wenn ich das heute so sehe, man muss sich noch viel intensiver damit befassen. Und ich glaube, viele haben ja immer noch so diese Denkweise, man kann das irgendwie abkürzen und auch Stichwort vollautomatischer Handel, weil mir das auch gerade dazu natürlich aufgefallen ist. Ich habe mal zwei Trader kennengelernt, die haben vollautomatisch ein System bei einer Vermögensverwaltung laufen lassen. Meine Vorstellung damals war, man programmiert es einmal,
testet es ein bisschen durch, lässt es eine Weile laufen auf dem Echtgeldkonto und dann schaltet man das drauf auf die Vermögensverwaltung und dann muss man sich nicht mehr drum kümmern, guckt am Ende des Monats drauf. Die haben mir damals gesagt, dass einer von den beiden den ganzen Tag da sitzt und dieses System überwacht. Was ich damals für seltsam gehalten habe, kann ich heutzutage vollkommen nachvollziehen und würde ich auch unterschreiben. Also auch diejenigen, die da denken, okay, man kauft so einen Automaten und dann muss man sich nicht mehr drum kümmern, man hat auch keine mentale Belastung mehr, ist auch falsch. Auch das muss überwacht werden und auch dazu braucht es entsprechende Kenntnisse und auch da braucht es eine Bereitschaft dazu. Also selbst da sind so viele Fehlerquellen drin, auch wenn man ein sehr guter Programmierer ist und vieles bedenkt, da sind so viele Kleinigkeiten drin, wo man, wo wir auch in der Praxis immer wieder auch feststellen, da ist es doch von großem Vorteil, wenn ich selbst real am Rechner sitze und das zumindest überprüfen kann. Das lernt man aber nur in der Praxis und viele bleiben halt nur in verlassen nie ihre Komfortzone und deshalb werden sie da natürlich diese Erfahrung oder diese Erkenntnis nie haben. Aber meiner Meinung nach muss man einfach diese Bereitschaft haben, noch viel mehr zu machen, als es vielleicht schon vorher der Fall war. Und das Gegenteil ist aber bei den meisten der Fall. Viele sagen sich, okay, ich schalte so ein EA drauf und lass den laufen oder ich brauche einfach ein simples System. Oder einer hat mir mal gesagt, ich brauche nicht 52 Strategien, sondern ich brauche eine, die funktioniert. Ja, das ist natürlich schon spaßig. Also auch da kann man ja wieder in andere Berufsbereiche gehen. Dann setzt euch mal in eine Uni, wenn der Professor euch da irgendwie zig Formeln um die Ohren haut und ihr dann sagt, ich will sowieso nur bei Siemens arbeiten, oder bei der Telekom, ich brauche das und das nicht, lassen Sie den Dreck mal weg, der wird euch was erzählen. Also es ist nun einfach so, man braucht eine breite Wissensbasis und wer da die Bereitschaft nicht hat, der darf sich halt nicht wundern, wenn die Ergebnisse dann auch dementsprechend sehr, sehr entschleunigt sind. Thema Psychologie, weil der Ingmar das auch gerade angesprochen hatte, bei sich. Ich hatte ja auch eine Drawdown-Phase, bis 21. Januar, da war dann das Allzeithoch, ein neues Allzeithoch im Trading Room. Und da hatten wir auch schon im Trading Room drüber gesprochen, dass man sich so langsam darauf einstellen muss, dass da auch bald mal ein Rücksetzer kommt. Jetzt gibt es natürlich zwei Lager. Die einen sagen, ja, wenn du weißt, dass ein Drawdown kommt, dann pausier doch einfach, bis der vorbei ist. Ich weiß es ja nicht, sondern ich weiß nur ungefähr, wann das wahrscheinlicher wird. Aber manchmal laufen diese Phasen auch noch weiter. Das Einzige, was ich machen kann, ist ein bisschen defensiver werden. Ich werde aber es trotzdem nicht schaffen, Verluste zu vermeiden. Und ehrlich gesagt, ich verdiene seitdem Geld an der Börse, seitdem ich nicht mehr versuche, Verluste zu vermeiden. Das mag komisch klingen, aber das ist so. Solange ich versucht habe, Verluste zu umgehen und der erste Trade muss so sein und ich muss versuchen, so geringe Schwankungen wie möglich zu haben. Natürlich ist es immer das Ansinnen, aber seit ich da eine größere Akzeptanz dafür habe, verdiene ich am langen Ende Geld. Natürlich mit Durststrecken, die auch vielleicht mal unangenehm lange sind. Aber das ist das Interessante auch hier wieder gewesen in dieser Phase. Also es gab einen Drawdown, den man schon so ein bisschen antizipieren konnte, aber eben nicht genau wusste, wann geht das los. Und das ist jetzt mal hier die Trade-Serie oder die Equity seit dem Allzeithoch. Das heißt, also am 21.01. gab es ein Allzeithoch und das ist quasi dann der Punkt Null. Also das zeigt alle Trades ab diesem Allzeithoch. Wie hat sich das Konto dann entwickelt? Also da gab es einen bestimmten Kontostand, das waren 70.400 Euro damals, weil ja auch Steuern gezahlt wurden Ende letzten Jahres. 70.400 Euro war so das Allzeithoch am 21.01. Wir sehen jetzt also nicht die Equity, wie die sich weiterentwickelt hat, sondern was sind da für Trades dann anschließend gekommen und wie schwankte das dann? Und da lief das erstmal eine Weile seitwärts, leicht abwärts, dann wieder ein bisschen nach oben. Dann kam eine Phase, das war die Phase, wo ich Palladium-Trades dann auch realisiert habe, beziehungsweise ausgestoppt habe. Da hat es mich dann ordentlich mal nach unten gehauen. Das war jetzt nicht so angenehm, aber gehörte halt dazu. Und ich habe hier mal das markiert, den Punkt, an dem laut den Korrespondenzen, die ich mit den Tradern hatte, die Masse kapituliert hat. Nämlich an dem Punkt und hier an dem Punkt. Da haben, das waren der 15.04. und der 25.04. Da haben also ganz viele heißt
Ich habe ich bestimmt 5, 6 Mails bekommen, wo Trader im Grundtenor gesagt haben, oh, jetzt ist es aber unangenehm oder das und das handle ich nicht mehr, ich mache keine Palladium-Trades mehr oder da habe ich mich verhoben. Also so vom Grundtenor, wo man festgestellt hat, jetzt ändern Trader etwas. Also entweder sie hören auf oder sie schmeißen Systeme raus oder sie werden gerade ängstlich. Das waren exakt diese Punkte kurz nach dem absoluten Tief sozusagen, also kurz nachdem es ordentlich mal eins übergebraten gab. Und das ist immer wieder gleich. Also ich kapituliere oder ich höre auf oder ich greife ein, sowas kommt ja nicht, wenn man so eine Phase hatte hier, wo es richtig nach oben schoss. Wir hatten jetzt mal vor 2 Wochen war es, glaube ich, hatten wir mal eine Phase, wo es innerhalb von 7 Tagen so um 7.000, 8.000 Dollar nach oben ging. Also das war dann auch das, was auf den Drawdown dann am Ende oben drauf kam. Genau in dem Punkt sind natürlich dann diejenigen, die hier aufhören, nicht mehr dabei. Und man kann es nicht oft genug sagen, dass es immer wieder gleich abläuft. Diese Ausstiege, diese Kapitulation kommt immer am gleichen Punkt. Und ich verspüre dieses Zucken beziehungsweise dieses Gefühl von Unbehagen, verspüre ich auch nach, keine Ahnung, ich schätze mal, ich habe 30.000 Trades gemacht, ich weiß es nicht, ich habe sie nicht gezählt. Also auch nach 22 Jahren verspüre ich das noch. Nur ich lasse es nicht in die Exekutive kommen. Aber ich würde jetzt mal behaupten, wenn ich das nach so einer langen Zeit und nach so vielen Trades, die ich gemacht habe und nach so vielen wirklich heftigen Situationen, die ich erlebt habe, wenn ich das dann noch verspüre zumindest und immer noch sozusagen so ein bisschen eine Art Lampenfieber habe, so, um es mal auf den künstlerischen Bereich zu übertragen, metaphorisch, dann ist mir natürlich klar, wie das bei jemandem läuft, der sich vielleicht seit 2, 3, 4 Jahren damit auseinandersetzt, viel weniger Trades gemacht hat und sich nicht mal ansatzweise intensiv damit auseinandersetzt. Also natürlich werden diese Leute dann hochnervös sein. Und da kann man immer nur wieder sagen, es ist wichtig, da auch selbst zu reflektieren, Tagebuch zu führen darüber. Da führe ich glaube ich, seit 15 Jahren mit Tradern teilweise Diskussionen, die sich dann die Statistiken von mir zuschicken lassen wollen, weil sie sagen, wir haben doch da eine Ausbildung gebucht und dann schick uns das doch zu. Das ist ungefähr so, wie wenn man zu seinem Fußballtrainer sagt, du, ich habe da keine Zeit, jetzt diese Laufeinheit zu machen. Es ist zwar schön, dass wir jetzt Sommervorbereitung haben, aber lauf du mal für mich irgendwie den Cooper-Test. Der ein oder andere Sportler wird es kennen, Cooper-Test. Also, ja, natürlich kann der Trainer laufen, nur dadurch werde ich nicht fit. Und das ist hier das Gleiche. Also ich muss mich halt einfach damit auseinandersetzen. Und man kann immer wieder Gründe finden, warum man es nicht macht. Aber das ist halt auch das, was ich versuche in den 1-zu-1-Coachings dann oder auch in den Ausbildungen zu vermitteln. Wenn man sich nur hinsetzt und konsumiert und sagt, ja, da habe ich aber keine Zeit, die Daten einzutragen in eine Excel-Datei. Also ich könnte euch wahrscheinlich 10-mal mehr Gründe nennen, warum ich keine Zeit dafür habe, aber ich muss mir die Zeit nehmen. Von daher, es ist immer wieder gleich, weil auch nicht reflektiert wird, was passiert da und weil vor allem diese Phasen, diejenigen, die an der Million-Dollar-Challenge teilnehmen, geht mal zurück in die vorbereitenden Schulungen. Ich glaube, Video 3 oder Video 5 oder 6, also ziemlich früh, ging es darum, worauf müssen wir uns einstellen? Lange Dürrephasen, extra Video dazu gemacht. Das hat doch keine Sau ernst genommen. Wenn es ernst genommen worden wäre, dürfte ja niemand überrascht sein. Es gab ja Leute, die haben schon nach 3 Monaten gesagt, es geht zu langsam. Es gibt einfach Phasen, in denen es, wenn man sehr, sehr wenig Zeit hat und geringe Möglichkeiten oder eingeschränkte Möglichkeiten, dann dauern Phasen halt einfach auch mal lange an. Phasen von 2, 3, 4 Jahren, wo einzelne Systeme nicht vorankommen, haben wir uns da angeschaut in der Equity. Das hat keiner ernst genommen. Wenn es jemand ernst nehmen würde, das ist ja genau das, worauf man jemanden vorbereitet in einer Ausbildung, in einem Coaching, zu sagen, okay, das wird dich erwarten. Und wenn man das natürlich nicht ernst nimmt, klar, dann wird man irgendwann kapitulieren. Und an solchen Punkten, wie der Ingmar eben auch gerade angesprochen hat, oder auch an solchen Punkten, wie ich es hier gerade aufzeige. Also es ist immer eine Frage, wie ernst nehme ich etwas? Und was Drawdowns angeht, stelle ich immer wieder mit Erschrecken fest, dass Trader überrascht sind über Dinge, von denen sie ganz klar wissen müssen, dass die völlig natürlich sind und dass die auf jeden Fall auftreten werden. Wir wissen nicht wann, aber sie werden definitiv auftreten. Und ich habe einmal die Ehre gehabt, mit Andrea Unger, der Carsten Umland war noch dabei
Kevin Davey und auch ein australischer Trader ein Seminar zu geben, ein Online-Seminar im Rahmen des IT-Forum, also italienische Trading-Messe. Und da wurde ein sehr, sehr zutreffender Satz gesagt, nämlich ein Trader hat gesagt, er möchte, dass seine Klienten, die Trader, die er ausbildet, die besten Verlierer werden, die man sich nur vorstellen kann. Und das finde ich interessant, weil es ja an der Börse ums Gewinnen geht eigentlich, ums Gewinne machen. Und es ist aber genau das Richtige. Man muss tatsächlich lernen, genau damit umzugehen, weil es bringt nichts, wenn ich ein System habe, was am langen Ende funktioniert, ich aber nicht genügend Wiederholungen habe, weil ich immer wieder kapituliere. Und jetzt wird mit Sicherheit, gibt es hier bestimmt 10 Leute mindestens, die hier teilnehmen gerade und sagen, ach, das haben wir doch schon 50 Mal gehört. Wenn ihr es 50 Mal gehört habt, dann müssten die Millionen ja schon bei euch reingeprasselt sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann waren die 50 Wiederholungen einfach noch nicht genug und wir brauchen mindestens nochmal 50. Also man ist sehr schnell dabei, dass man sagt, habe ich doch schon gehört, haben wir schon 100 Mal besprochen. Das Entscheidende ist, man ändert trotzdem nichts. Also wie viele wissen, dass hoher Fleischkonsum zum Beispiel die Umwelt schädigt beziehungsweise für die Klimaerwärmung mitverantwortlich ist? Wie viele wissen, dass Rauchen schädlich ist für ihren Körper, dass Alkohol den Körper schädigt? Trotzdem ballert man sich da die Cocktails und die Biere rein. Also Sachen schon 100 Mal gehört haben. Mein Sohn sagt mir jeden Tag, dass Cola trinken schädlich ist. Hat er auch recht. Trotzdem, ich trinke immer noch Cola. Zwar weniger, aber ich trinke es immer noch. Also es braucht mir keiner erzählen. Wir haben das schon mal besprochen. Solange die Quote derer, die Geld verlieren am langen Ende und die in solchen Situationen hier abbrechen, immer noch bei 80% und aufwärts liegt, haben wir es viel zu selten wiederholt. Das muss einfach auch da mal durchsickern. Und mal das Gegenteilige hier, jemand, der das auch durchgezogen hat und der es wirklich ernst genommen hat und der diese Phasen auch sehr ernst nimmt, hat mir dann hier am 5.6., also da haben wir auch gerade dann diesen Push gehabt, wo wir aus dem Drawdown auch rausgekommen sind dann am Ende. Hier sind übrigens offene Positionen, muss ich auch noch dazu sagen, hier sind die offenen Positionen, das sind jetzt nur die abgeschlossenen Trades, die wir da in dieser Zeit gemacht haben. Da sind also laufende Positionen nicht inkludiert. Da waren auch laufende Positionen, die im Verlust waren oder auch jetzt im Moment im Verlust sind, noch drin. Aber hier hatten wir dann ein neues Allzeithoch inklusive der laufenden Positionen und jemand, der es durchgezogen hat, der hat sich natürlich richtig gefreut. Man merkt aus, also ich jedenfalls lese aus solchen Mails dann natürlich auch die Erleichterung und aber auch die Bestätigung für sich selbst, dass man das tatsächlich, dass es tatsächlich auch so gelaufen ist, wie man das dann auch immer wieder in den Coachings besprochen hat. Und von daher auch schön, sowas zu lesen. Allerdings muss ich sagen, vom Verhältnis her sind diejenigen, die da unten kapituliert haben, trotzdem noch in der Überzahl. Und das hat natürlich Gründe. Gerade die Frage, warum kapitulieren Trader, ist im Prinzip sehr einfach. Das, was über allem steht, ist Angst. Kein Vertrauen in etwas zu haben. Also das sind eigentlich so die beiden wesentlichen Punkte. Wobei ich glaube, kein Vertrauen in etwas zu haben, ist eine Ableitung oder ist eine Ausgeburt von Angst oder eine abgewandelte Variante von Angst. Das ist eigentlich das, was man permanent sieht. Also Trader haben Angst vor Verlusten. Die haben Angst, dass Systeme nicht mehr funktionieren und sie haben kein Vertrauen in die Funktionsweise von etwas, was gerade zuletzt kein positives Feedback, sprich was zuletzt eben Verluste gemacht hat und keine Gewinne gebracht hat. Da haben sie kein Vertrauen rein und das ist natürlich eminent wichtig. Und jetzt kann man sich natürlich, das ist dann der nächste Schritt in den Coachings oder in der Ausbildung, jetzt kann man natürlich sagen, okay, was mache ich gegen Angst und was mache ich gegen ein Fehlen an Vertrauen? Wissenslücken, Informationslücken, Angst kann ich immer nur mit Wissen begegnen. Also ein einfaches Beispiel, als ich klein war, oder was heißt klein, als ich ein Jugendlicher war, bin ich ab und zu abends im Dunkeln, also im Hausgang war Licht, aber im Keller waren auch dunkle Räume, bin ich runtergegangen und habe Getränke hochgeholt. Also banales Beispiel, aber ich glaube, es ist ein ganz sinnvolles Beispiel. Da, wo es dunkel war, hatte ich Angst davor. Ich hatte Angst, dass da irgendwer steht. Man kennt das ja, wenn man Kind ist, hat man halt Angst. Die Angst ist dann weggegangen, als ich das Licht angemacht habe, weil ich dann wusste und gesehen habe, da ist gar keiner. Also, und genau das muss ich machen im Trading. Ich kann Angst, Informationslücken, Wissenslücken,
Vertrauenslücken kann ich mit Wissen füllen oder kann die durch Wissen ersetzen. Heißt also, wenn ich feststelle, ich bin nervös, ich bin ängstlich, ich habe kein Vertrauen in etwas, dann muss ich mich damit befassen. Ich muss mich mit den Strategien befassen, ich muss mich mit den fundamentalen Hintergründen befassen. Wenn ich die verstehe, werde ich verstehen, warum bestimmte Dinge manchmal nicht funktionieren. Ich werde verstehen, warum sie auf Dauer funktionieren und ich werde keine Angst mehr haben, weil ich gute und schlechte Phasen auch als gegeben hinnehme. Und das ist der erste Schritt und aus dem resultieren zwingend die Folgen. Das sind keine Optionen, sondern das sind die zwingenden Resultate aus diesem ersten Schritt, nämlich mir Wissen anzueignen in Form von Ausbildung, Selbststudium, was auch immer, sich mit Statistiken zu befassen, viel zu lesen. Daraus folgt dann, dass man es auch anwendet, dass man auch real tradet. Das machen ja auch viele nicht. Viele stürzen sich entweder direkt ohne Wissen in etwas rein, machen dann natürlich negative Erfahrungen und trauen sich nie wieder. Oder sie bleiben ewig im Pilbermodus, was immer noch was ganz anderes ist. Oder folgen Leuten, die überhaupt nicht real handeln, was auch ein ganz falsches Bild erzeugt. Also nach dem Wissen kommt die Anwendung, weil die kann einem keiner abnehmen, die reale Erfahrung. Und wenn man da mal ein paar Mal diese Phasen durchläuft, man verliert, dann kommen aber wieder Gewinne. Selbst wenn man daran gezweifelt hat, man kommt aus den Drawdowns raus. Das ist dann ein wichtiger Schritt in der Entwicklung. Also alleine das Wissen bringt einem nichts. Und das ist auch etwas, was wir in der Ausbildung natürlich dann gesehen haben. Wir haben anfangs theoretische Ausbildungen angeboten, also wo wir einfach gesagt haben, okay, das ist die Ausbildung. Und mein Live-Trading war ja dann davon losgelöst vielfach. Das war was Separates, was gar nicht inkludiert war. Deshalb haben wir jetzt auch gesagt, es ist wichtiger, A, in kleinen Gruppen zu arbeiten bei den Ausbildungen. Es ist wichtig, eine individuelle Komponente zu haben, wo man sich eins zu eins mit Tradern hinsetzt. Also das ist auch etwas, was wir jetzt dazu genommen haben oder dazu nehmen, eins zu eins Coachings zu machen, wo man sich wirklich auch gemeinsam hinsetzt, mal an einem Handelstag auch alles durchspricht unter vier Augen, weil viele trauen sich auch in Seminaren nicht, sich da zu äußern beziehungsweise Fragen zu stellen und eben diese Komponente, die ich jetzt hier gerade angesprochen habe, die praktische Anwendung, das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wenn ich das nicht habe und immer nur in der Theorie bleibe, das ist etwas, das funktioniert nicht. Also es wird keiner ein guter Pilot dadurch, dass er einfach viel gelesen hat übers Fliegen, sondern man wird ein guter Pilot dadurch, dass man A, viel Wissen hat über Aerodynamik und über die Funktionsweise und über die Wetterphänomene, die einem da begegnen und so weiter und so fort, aber halt auch dadurch, dass man praktiziert, dass man in diese Kiste steigt und fliegt. Deshalb, das ist auch eine wichtige Komponente, die wir halt auch jetzt seit einiger Zeit in die Ausbildung mit reinpacken, deshalb, weil wir eben sehen, es reicht nicht alleine aus, theoretisches Wissen zu haben, sondern ich muss es halt auch praktisch anwenden und daraus resultiert dann auch wieder, wenn man es praktisch anwendet, über einen gewissen Zeitraum, mit einer gewissen Wissensbasis wird die Kapitaldecke auch steigen. Das heißt, ich werde dadurch auch eine entsprechend bessere Kapitaldecke haben, werde ein Risikomanagement haben, was Sinn macht und was mich auch überleben lässt. Das wiederum führt dazu, dass ich viele Wiederholungen habe. Wenn ich viele Wiederholungen habe, treffe ich auch den statistischen Erwartungswert. Die meisten kommen ja nicht zu vielen Wiederholungen, weil sie Systeme viel zu schnell abbrechen. Und selbst wenn jemand jetzt sagt, ich habe doch aber auch mal ein Jahr danach gehandelt, mitunter, je nachdem, was man für ein System hat, kann es sein, dass es auch mal 2 Jahre lang eine Phase hat, wo es nicht funktioniert. Dann sind gefühlt viele Wiederholungen dann trotzdem zu wenig. Also viele Wiederholungen kann man jetzt nicht an dem festmachen, was man selbst als viel empfindet, sondern man muss es daran festmachen, was in der Vergangenheit da schon aufgetreten ist. Und da kann man sich auch mal, ich habe es mal in einem MDC-Update, habe ich auch mal vom Andrea Unger, den ich sehr schätze auch, der auch gesagt hat, ich kann das gerne mal verwenden, der auch in seinen Systemen Phasen drin hatte, wo es 2 Jahre, ich glaube sogar teilweise 3 Jahre nicht wesentlich voranging. Also auch diese Seitwärtsphasen. Und das finde ich wichtig, weil das zeigt, ich bin nicht der Einzige, wo robuste Systeme so solche Phasen haben, sondern das ist eben auch bei anderen so. Es ist also etwas, was durchaus normal ist. Also viele Wiederholungen, ganz wichtiger Punkt, kommen aber viele gar nicht hin. Setzt aber eben die vorherigen Schritte, Wissen, reale, praktische Anwendung, eine entsprechend gewachsene und robuste Kapitaldecke, ein konservatives Risikomanagement, das setzt das alles voraus. Und dann habe ich irgendwann durch diese vielen Wiederholungen, die ich mache, habe ich systematisch erzielte Erfolge. Das heißt, ich habe das, was mir wirklich Sicherheit gibt.
Schaut nochmal, wo wir angefangen haben. Wir haben angefangen bei Angst und bei kein Vertrauen. In dem Moment, wo ich systematisch durch die schlechten Phasen durchgehend, die schlechten Phasen überstehend, wenn ich da durchgegangen bin und systematische Erfolge erzielt habe, heißt, also ich habe ein positives Feedback bekommen, es funktioniert, selbst in stürmischen Phasen funktioniert es. Das ist das Nachhaltigste, was man machen kann. Man wird nicht ein guter Trader dadurch, dass man irgendwie viel liest und nie praktiziert, sondern man wird dadurch ein guter Trader, dass man durch diese üblen Phasen durchgeht. Deshalb glaube ich auch, meine Schule, die ich selbst durchlaufen habe, war die beste, weil ich bin 97, 98 an die Börse gekommen. Russlandkrise, da hat es gescheppert ohne Ende. 2000 bis 2002, das Platzen der Dotcom-Blase. 9-11, leider Gottes miterlebt, auch an den Märkten. Das Zusammenbrechen der Häuser oder das Platzen der Häusermarktblase in den USA, Flash Crash und so weiter, alles Mögliche, Griechenlandkrise. Das war eine sehr, sehr gute Schule, glaube ich, weil ich einfach durch die stürmischsten Zeiten gegangen bin. Und auch da wieder Brückenschlag zum realen Leben. Wenn man sich Beziehungen anschaut, die Beziehung zwischen zwei Menschen, die schwierige Phasen, also Krankheit von einem oder von beiden, die vielleicht ja räumliche Trennung, weil berufliche Veränderungen oder was auch immer, die das durchgestanden haben, das sind die innigsten und nachhaltigsten und festesten Beziehungen. Deshalb auch da wieder, es ist in sämtlichen Bereichen so, dass man eine große Sicherheit oder auch wenn man sich Popstars anschaut oder Künstler anschaut, diejenigen, die mal so eine Phase, wo sie richtig fertig gemacht wurden, wo sie ausgelacht wurden, die so eine Phase durchstanden haben, das sind ganz andere Menschen dann und die sind auch anschließend viel erfolgreicher. Also der zweite Karriereschub ist dann oftmals viel, viel nachhaltiger und viel erfolgreicher. Also auch das ist hier etwas, an diesen Punkt muss man einfach kommen, wo man systematisch wirklich Erfolge erzielt. Und wenn das 5 Jahre dauert, dauert es 5 Jahre. Wenn es nach 2 Jahren schon so ist, schön, hat man da ein bisschen Glück gehabt. Aber in dem Moment, wo ich das gemacht habe, dann kommt nämlich sowas raus wie eben dieses Feedback von dem einen Trader, dass man sich natürlich freut, okay, ich bin durch diese schlechte Phase durchgekommen und habe es geschafft. Daraus kommt dann diese Sicherheit, die gewachsene Kapitaldecke und dann auf einmal habe ich auch geringere Risiken und könnte sogar mit größeren Risiken und größeren Schwankungen gut umgehen. Und das ist einfach eine sehr, sehr wichtige Abfolge. Und um diesen 10-Punkte-Plan, den können wir relativ schnell durchgehen, will ich aber an der Stelle noch machen, auch wenn wir schon ein bisschen über der Zeit sind, weil es wichtig ist. 10-Punkte-Plan, das nochmal jetzt, was wir eben gerade besprochen haben, nochmal konkretisiert. An welchen Punkten machen Trader Fehler? Wo gibt es Dinge, die man einstellen kann in einem Coaching oder die jeder für sich natürlich in der Selbstanalyse einstellen kann? Zunächst einmal ist es wichtig, dass man versteht, es gibt zwar universelle Gesetzmäßigkeiten für die Märkte. Es gibt eine bestimmte Funktionsweise, wie die Märkte funktionieren, ganz klar. Aber jeder Trader ist anders. Das heißt, ich habe vielleicht ein anderes Maß an Geduld als der Ingmar, eine andere Schwankungstoleranz als er oder als jeder andere hier im Trading Room beziehungsweise hier im Webinar. Also jeder ist da anders. Deshalb muss man schon auch individuell arbeiten und ab einem bestimmten Punkt, wenn das Basiswissen vermittelt ist, muss man individueller werden und sagen, okay, was kann ich persönlich, also wenn man eine Selbstanalyse macht oder im Coaching halt, was kannst du bedienen? Was bist du für ein Typ? Womit kannst du gut umgehen? Womit kannst du nicht umgehen? Was hast du für Macken, für Eigenheiten? Und daran scheitern eben halt sehr, sehr viele. Infrastruktur wird oftmals vernachlässigt. Also ich brauche jetzt nicht über Computer referieren, weil da kenne ich mich gar nicht aus. Es reicht für die meisten ein ganz, ganz einfacher Rechner zum Traden. Aber welche Software benutze ich, beziehungsweise wie kann ich mir gescheite Charts zur Analyse für das Research zurechtsuchen? Da geht es schon weiter, weil einige haben sehr, sehr teure Softwares, die ihnen aber gar nichts bringen, die sie teilweise auch nicht bedienen können, können einige Charts nicht laden. Wir nutzen zum Beispiel oder die Software, wo ich oder über die ich Tradern in der Ausbildung meine Charts, meine Original-Forecast-Charts zum Beispiel und meine technischen Charts zur Verfügung stelle zur dauerhaften Nutzung, ist Trade Signal Online. Ich will gar keine Werbung dafür machen, weil ich mit denen überhaupt keine
Verbindung habe, außer dass ich das jetzt schon seit fast 20 Jahren nutze. Aber eine sehr günstige Software, wo man auch sehr viel kostenlos schon an Funktionen hat, würde ich jedem raten, da sich zumindest mal so einen Account anzulegen, einen Gratis-Account, der kostet nichts. Aber man wird dort auf jeden Fall sehr, sehr günstige Funktionen haben, spart Geld und hat aber trotzdem was halbwegs Gescheites. Dann muss man für jeden Trader auch schauen, was braucht er für, was will er handeln. Also welcher Broker ist geeignet? Da gibt es auch Unterschiede. Viele gehen nur nach den Kosten. Da muss man auch sehr differenzieren. Wie viele Bildschirme braucht jemand? Also da muss man ganz klar sagen, einige geben damit an, wenn sie da 18 Bildschirme haben. Die Anzahl der Bildschirme ist nicht korreliert mit dem Geld, was man verdient. Aber es ist schon wichtig, wenn jetzt jemand zum Beispiel einen bestimmten Handelsstil hat, bestimmte Setups abklären muss, dann braucht er vielleicht mehr als einen Bildschirm. Darum geht's. Also es geht jetzt nicht darum, du brauchst da irgendwie 25 Bildschirme, aber es kann Sinn machen, dass man vielleicht zwei, drei Bildschirme hat. Das kommt eben drauf an, was wird der einzelne Trader handeln. Deshalb muss man so etwas dann auch für sich abklären, damit man schnell ist und die Informationen jederzeit bereit hat, weil oftmals erlebe ich es auch, dass Trader bestimmte Sachen, bestimmte Setups oder auch bestimmte Informationen nicht jederzeit abklären. Und ich habe zum Beispiel einen Rechner, auf dem sind permanent, das sieht man auch manchmal in den Webinaren, da sind bestimmt 50 Tabs oben offen, aber da sind die ganzen Informationsquellen jederzeit offen. Das heißt, wenn ich morgens an den Rechner gehe, kann ich sofort gucken, wie ist das Wetter in den Getreideanbaugebieten. Wenn ich das aber extra aufrufen müsste, also die URL eingeben müsste oder zumindest aufrufen in der Favoritenliste, macht man es dann? Also ich kenne meine Schwächen, ich würde es dann wahrscheinlich ab und zu mal nicht machen oder des Öfteren nicht machen. Wenn es aber permanent offen ist, muss ich nichts suchen, ich kann nichts verpeilen. Das meine ich mit Infrastruktur. Also das sind banale Dinge, aber da passieren Fehler. Organisation, auch ganz wichtig, welche Zeitfenster kann man bedienen? Da muss man eben schauen, welche Strategien passen. Es bringt nichts, wenn jetzt jemand das nebenberuflich macht und erst nach 15 oder 16 Uhr handeln kann und man zimmert ihm da ein Setup nach dem anderen, was morgens arbeitet, rein, würde also nichts bringen. Einfach auch zu wissen, wann kommen welche Daten, die Statistikpflege, wann kann ich das machen? Also da einfach sich zu organisieren, was mache ich wann? Wann sind welche Termine? Wie kriege ich das hin, dass ich zum Beispiel die Rollzeitpunkte routiniert und gut manage? Das ist wichtig, da einen Zeitplan zu haben. Marktverständnis haben wir drüber gesprochen. Das ist natürlich wichtig, dass ich das habe, die Informationsquellen. Ich habe es eben gerade schon gesagt, wir thematisieren es in der Ausbildung explizit, dass wir die Informationsquellen auch besprechen und ich die auch aushändige, wo kriege ich welche Informationen und da kommen auch immer weitere dazu, deshalb werden wir vielleicht auch irgendwann mal da nochmal uns zusammenfinden, auch diejenigen, die vielleicht schon vor einem Jahr eine Ausbildung gemacht haben oder vor 2 Jahren, weil natürlich immer wieder neue Quellen dazukommen, aber viele kennen diese Informationsquellen gar nicht. Obwohl das meiste sogar frei im Internet verfügbar ist, aber man sucht halt nicht danach, weil man auf ganz anderen Seiten unterwegs ist. Von daher, die zu kennen und sich zu organisieren, dass man die jederzeit abruft und auch weiß, wie man diese Informationen interpretiert, ist sehr, sehr wichtig. Auch wir händigen ja auch zum Beispiel viele Excel-Sheets aus, wo zum Beispiel, habe ich gerade heute wieder bearbeitet, die Lagerbestände, also die Inventories von Rohöl, die quasi als Indikator für den künftigen Verlauf von Rohöl genutzt werden können, für die grobe Tendenz. Funktioniert nicht immer, auch das hat natürlich seine Schwächen, aber das sind so Sachen, wer macht das oder wer hat das gemacht schon für sich? Die wenigsten und deshalb kann man da immer noch etwas optimieren. Thema Risikomanagement ist natürlich ein großer Punkt, den man auch durchgehen muss bei diesem 10-Punkte-Plan. Es ist wichtig zu schauen, welche Kontokapitalisierung habe ich, was ist das langfristige Ziel, was für Schwankungen sind für mich okay. Das ist ja bei einigen, die sagen, okay, es kann um 70% schwanken, andere wollen nicht mal 10 bis 20% Schwankungen tolerieren. Das ist völlig unterschiedlich. Also da muss man dann natürlich auch schauen, was passt wirklich dann, was kann man auch nutzen, weil vieles von dem Wissen, was man sich aneignet, passt vielleicht gar nicht zu einem. Und dann muss man das halt entsprechend in ein harmonisches Gefüge bringen. Thema Equity Trading haben wir auch in Ausbildung thematisiert, bin ich mir sicher, wendet kaum jemand an. Ein paar wenden es an, aber ganz, ganz wenige und viele befassen sich damit gar nicht. Ist aber gerade auch für die Psyche ein unheimlich wichtiges Element, aber wird auch
glaube ich, sträflich vernachlässigt. Thema Positionsmanagement, Equity Trading ist, glaube ich, etwas, was viele einfach übergehen, weil sie glauben, sie lernen so ein paar Strategien und dann funktioniert das. Tools und Techniken, also zum Beispiel die Trader, die mit mir zusammenarbeiten, haben die Forecast-Charts, die Front-to-Back-Spreads, haben wir auch drüber gesprochen. Also das klingt jetzt alles nach großen irgendwie Anglizismen. Forecast-Charts sind einfach nur Intermarkets, die mir anzeigen, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine bestimmte Tendenz in eine Richtung. Also ganz banales Ding. Front-to-Back-Spread ist einfach nur die Terminkurve. Die einzelnen Liefertermine, wie stehen die Preise zueinander? Daraus kann man eben auch systematisch Signale herleiten. Das machen wir eben auch. COT-Charts kennt jeder, Percent of Open Interest auch. RW Seasonals sind ja die saisonalen Charts, die wir nutzen, die ein bisschen anders gegliedert sind, wo die Extreme rausgerechnet sind, die extremen Ausreißer, Spreads und so weiter. Also diese Sachen alle zu organisieren und auch zu wissen, wie nutze ich die, sich da zu organisieren, mit welchen Routinen kläre ich ab, was wann wo zu ja auszuwerten ist. Und nichts zu verpassen, weil das passiert ja auch ganz häufig, dass Trader einfach Systeme, die selten arbeiten, da die Signale verpassen, erleben wir immer wieder. Und das sind Sachen, an denen kann man spezifischer arbeiten oder kann man meines Erachtens nur in einem 1-zu-1-Coaching arbeiten. Ich bin früher einfach davon ausgegangen, dass sich die Trader da schon ordentlich dahinter klemmen. Und solche Fehler kann man nur analysieren, indem man 1-zu-1 kommuniziert, so wie ich es mit einigen Tradern auch dann teilweise per WhatsApp mache, wo die mir dann schreiben, da habe ich irgendwie was anderes raus oder da fehlt mir Performance oder da habe ich mehr Performance gemacht, wie kann das sein? Und dann kriegt man schnell raus, ja gut, da wurde was verpeilt oder da hast du ein Signal, hast du das gehandelt? Nee. Also das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und natürlich der große Punkt, Punkt Nummer 10, ein Portfolio, ein harmonisches Portfolio zu erstellen. Das inkludiert eben alle vorangegangenen Punkte. Ich muss wissen, was ist jemand für ein Typ? Also es würde jetzt nichts bringen, wenn jemand hypernervös ist und keine Schwankungen seines Kontostandes vertragen kann, dem dann irgendein Scalping-Setup ins Portfolio reinzupacken, würde nicht funktionieren. Wenn jemand ein sehr großes Konto hat, kann man natürlich breit streuen. Also Thema Diversifikation, ganz, ganz wichtig. Die Setups müssen unterschiedliche Charaktere haben, damit man keine Klumpenrisiken hat. Das ist nicht immer einfach, wenn jemand sehr, sehr, sehr gering kapitalisiert ist. Aber das sind eben ganz, ganz wichtige Punkte. Und wenn jemand jetzt den Punkt Psychologie vermisst hat, meiner Meinung nach, jedenfalls so wie ich das mache, wir haben ja den Bernhard Götz auch noch dabei, der ja da sehr, sehr hilfreich ist und sein kann und sehr fachkundig unterwegs ist. Mir haben sehr viele Trader, mit denen ich schon lange zusammenarbeite, gesagt, dass ohne dass ich es wüsste, ich mehr Psychologie in allem drin hätte, als es viele andere haben, die vielleicht Psychologiekurse geben. Und ich glaube schon auch, dass das überall mitschwingt, weil gerade durch die praktische Anwendung, wir sprechen ja immer wieder darüber, auch im Trading Room und in den 1-zu-1-Coachings. Gerade dadurch hat man immer wieder diese psychologische Komponente. Was kommen jetzt für Phasen? Was fühlt man? Was für Fehler macht man typischerweise? Also wir haben eigentlich bei jedem dieser einzelnen Punkte hat man Thema Psychologie. Ob es jetzt eine Strategie ist, bei der ich nicht am Rechner sein muss, um meine Psyche zu schonen, ob es jetzt Thema Equity Trading, Risikomanagement ist, also was ist die Positionsgröße, mit der ich mich so komfortabel fühle, dass ich nicht nervös werde, wenn ich ein paar Mal in Serie verliere. Also da ist überall Psychologie dabei, ohne dass man es jetzt explizit thematisiert. Und ich will euch mal ganz kurz, und das dauert jetzt wirklich nur 2, 3 Minuten, auch wenn es ein paar Slides sind, dann sind wir durch. Ich will euch mal ganz kurz zeigen, was eben da der große Unterschied ist zu dieser einfachen Nee, Linien. sorry, wenn ich mal ganz kurz, bevor du jetzt gerade zu den nächsten Slides kommst, der Lars hatte eben gefragt, ob du mal sagen kannst, wie viel Zeit du ungefähr für die Aktualisierung der Charts, deiner Daten und so weiter pro Tag, pro Woche in etwa aufwendest. Also gar nicht mal so viel. Ich würde mal sagen, wenn man alles zusammennimmt, vielleicht lass es mal 2 Stunden sein. Vielleicht sogar 60 Minuten. Also es kommt immer darauf an. Ich habe manchmal Phasen, wo ich auch mal Pro zwei Tag Wochen. 60 Minuten, meinst du? Nee, also ich würde jetzt sagen, pro Woche netto 2 Stunden fürs Aktualisieren. Jetzt fürs Lesen von News natürlich länger, aber jetzt nur um die Statistiken zu pflegen, sind es vielleicht 2 Stunden pro Woche, würde ich sagen. Okay, alles klar, super.
Ich will euch mal ganz kurz zeigen, was mit diesen ganzen Punkten auch gemeint ist, auch gerade was die Informationen angeht. Also zum Beispiel hier haben wir etwas, kann ja jeder für sich mal beantworten. Hat man sich jemals schon mal eine Historie der Inventories, also der Rohöllagerbestände und deren Veränderungen angeschaut, hat die unter einen Chart gelegt und hat daraus ein System für sich gebastelt. Mit Sicherheit kein perfektes System, aber einfach eine Heuristik, wo man sagt, ja, wenn das und das, wenn die Daten so und so ausfallen, dann setze ich darauf, dass der Preis steigt oder dass er fällt. Wahrscheinlich die allerwenigsten. Ich habe es bis vor ein paar Jahren nicht gemacht. Und hier sieht man zum Beispiel, das sind die Lagerbestände beziehungsweise die Veränderung der Lagerbestände von Rohöl. Und da gibt es einfach bestimmte Oszillationsbereiche und daraus kann man schon ganz gut herleiten, wann man long eher in diesen Markt einsteigt und wann man eher short einsteigt. Also jetzt hatten wir zum Beispiel hier zuletzt relativ hohe Preise und auch hohe Inventories. Da waren dann die Reaktionen eher nach unten. Wenn man zum Beispiel sieht, was oftmals passiert ist, wenn die Inventories sehr, sehr niedrig waren, da gab es anschließend hier gab es Preisschübe nach oben. Da muss man auch ein bisschen differenzieren. Das lässt sich jetzt hier in diesem Rahmen nicht klären. Wenn das sehr, sehr lange und sehr, sehr oftmals hohe Inventories gab, irgendwann steigt der Preis dann trotzdem. Also man kann das jetzt nicht einfach herleiten, dass man sagt, immer wenn der Wert niedrig ist, geht man long und das funktioniert und immer wenn er hoch ist, geht man short. Da muss man schon auch ein bisschen intensiver arbeiten. Aber worum es geht ist, diese Daten stehen frei zur Verfügung und wer, das kann ja jeder für sich beantworten, wer guckt sich diese Daten als Historie an? Ich würde behaupten, vielleicht von 100 Leuten einer, wenn es hochkommt. Und das ist genau der Punkt. Wenn ich verstanden habe, was da passiert und die Daten halbwegs interpretieren kann, ich kann sie auch nicht perfekt interpretieren, ich mache auch immer wieder Fehler dabei, aber wenn ich sie halbwegs interpretieren kann, werde ich ganz, ganz grobe Fehler vermeiden können. Und das ist, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Punkt. Auch bei den Forecasts, zum Beispiel hier der Forecast für Zucker, wenn ich da 10 Prognosen gehandelt habe, hier die Variante, einmal Rohöl basiert, weil Zucker eben bei der Ethanolproduktion auch eine Rolle spielt und einmal eben Währungs- und Zinsbasiert. Also wenn ich diese Intermarkets verstanden habe und anwende, dann werde ich auf Dauer auf jeden Fall Geld verdienen und werde mich smarter am Markt bewegen. Trotzdem wird es Phasen geben, wo ich vielleicht manche Dinge nicht richtig umsetzen kann, beziehungsweise wo ich auch mal Pech habe und trotzdem, trotz einer guten Prognose, blöd rausfliege, ist mir bei Palladium passiert, habe ich ja auch schon zwei, dreimal erzählt, deshalb muss ich es jetzt nicht ausbreiten. Also nur weil die Prognose stimmt von so einem Tool, heißt es nicht, dass ich auch Geld verdiene. Das passiert eben auch immer mal wieder, dass man trotzdem blöd rausfliegt, obwohl die Prognose gestimmt hat. Ist dann ärgerlich, aber meiner Meinung nach passiert es jedem von uns. Hier für den S&P zinsbasierte Forecast, also das sind die Tools, die wir dann auch konkret nutzen und die ich auch nutze und die ich dann auch entsprechend konkret aushändige. Nichts davon ist perfekt, aber alles hat seinen fundamentalen Gehalt und führt mich durch diese Ups und Downs und durch dieses ganze Gerausche des Marktes immer wieder ganz gut durch. Auch hier wieder, wer hat sich sowas jemals angeschaut? Von den Getreiden, die Renditen, also die Veränderung der Yields, wie ergiebig ist es, wenn bis zum 1. Mai gesät wurde oder wenn bis zum 1. Juli die Aussaat erst erfolgte, da sieht man, wie die Ergiebigkeit sich verändert. Und wenn ich das verstehe, dann weiß ich auch, warum es jetzt zum Beispiel in diesen Tagen, die wir jetzt haben, zwischen dem 10. und dem 20. Juni, haben wir bei den Sojabohnen eine ganz kritische Phase, weil da in ganz, ganz großen Regionen die Final Planting Dates sind. Das heißt, da müssen die Farmer dann entscheiden, sehen wir oder nehmen wir die Versicherung in Anspruch, wenn sie Letzteres nicht machen. Es gibt eine Ernteausfallversicherung sozusagen. Die zahlen in diesem Jahr, glaube ich, 80% sind das von dem Frühjahrspreis. Und dann muss der Farmer abwägen, mache ich das und entscheiden, mache ich das oder mache ich das nicht. Das sind Dinge, ich werde trotzdem keine optimalen Entscheidungen treffen, aber das ist der Grund, warum sich diese Märkte bewegen. Und man kann jetzt natürlich auch hergehen und einfach sagen, oh, ist relativ hoch gelaufen, ich gehe mal short. Oder ist relativ stark gefallen, ich gehe mal long. Oder man kann sich hieran orientieren. Und wenn man sich hieran orientiert und das ein paar Jahre macht, wird man immer besser werden. Mit jedem Jahr, wo ich das mache, werde ich besser. Hätte ich das vor 10 Jahren schon genutzt, wäre ich schon viel, viel weiter. Aber
meines Erachtens, das ist elementar wichtig. Und auch da kann man sich wieder die Frage beantworten, hat man sich damit jemals auseinandergesetzt? Weiß man, welche Regionen oder welche Länder die Hauptproduzenten und Hauptexporteure und Importeure von einem Rohstoff sind? In den meisten Fällen wird das nicht der Fall sein. Terminstrukturen haben wir auch schon drüber gesprochen. Wann rollt man optimalerweise? Woran kann ich erkennen, wann ein Markt potenziell in eine Rallye-Phase übergeht oder wann er potenziell vor einem Einbruch steht? Konnte man bei Orangensaft zum Beispiel ganz gut sehen. Manchmal ist es bei mir so, dass ich damit einfach nur Fehler vermeiden kann. Das sieht man dann jetzt nicht in genialen Trades, wenn jetzt jemand sagt, okay, wenn das alles so gut ist, dann musst du ja Kohle ohne Ende verdienen. Es zahlt sich nicht immer in barer Münze aus, sondern es ist oftmals auch einfach die Möglichkeit, Verluste zu vermeiden oder Schwankungen rauszunehmen. Also jedenfalls ist es bei mir in der Praxis, wenn jemand da unfehlbar ist und alles sensationell ausnutzt, natürlich umso besser. Aber das sind auch Punkte, die, glaube ich, einfach sehr, sehr wichtig sind und die den Handel dann natürlich professioneller werden lassen. Und jetzt gerade heute haben wir es auch gemacht, dass wir bei Zucker das Rollen vorgenommen haben, beziehungsweise ich die alte Position geschlossen habe. Auch da ist es sehr, sehr einfach, dieses Rollen zu optimieren und zu wissen und auf eine einfache Art und Weise zu lernen, wann rolle ich die Kontrakte, woran erkenne ich das. Alles gratis im Internet verfügbar. Auch das thematisieren wir und auch das bringt einen wieder weiter, weil man dann Dinge besser macht. Aber das ist kaum messbar. Ich könnte jetzt zum Beispiel nicht sagen, wie viele 10.000 Dollar ich möglicherweise habe liegen lassen, weil ich zu einem saudummen Zeitpunkt gerollt habe, weil man es gar nicht, man müsste es ja vergleichen mit den verschiedenen möglichen Rollzeitpunkten, die man gehabt hat. Also da wird einfach auch sehr viel vernachlässigt, auch zu wissen, wie sind die Stock-to-Use-Ratios. Das sind alles, das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen sehr, sehr viel und sehr, sehr abstrakt. Das sind ganz, ganz banale Daten, die sind, wir haben die in Statistiken, die kann man abrufen. Und das versteht jedes Kind, wenn man sich damit befassen will. Es sind sehr, sehr einfache Dinge und man kann ganz viele, oder ich kann heutzutage sagen, viele Fehler, die ich auch vielleicht sogar noch vor 4, 5 Jahren gemacht habe, wo ich zu früh dran war oder wo ich Dinge falsch eingeschätzt habe, hätte ich besser eingeschätzt, wenn ich diese Dinge schon genutzt hätte, die ich heutzutage nutze oder die ich jetzt vielleicht seit 2, 3 Jahren nutze oder Sachen, die ich vor 20 Jahren falsch gemacht habe, mache ich seit 10 Jahren einfach besser, weil ich ganz andere Daten nutze. Und wir haben auch darüber gesprochen, René, Walker-Zirkulation. Ja. ganz kurz, ich wollte dich jetzt gar nicht zu sehr unterbrechen, aber du hättest jetzt gerade natürlich ziemlich durch, weil wir jetzt schon eine halbe Stunde über der Zeit sind. Ist die Frage, ob man die Haupttrends fürs zweite Jahr, Halbjahr, im nächsten Webinar bespricht, oder wie viele Slides hast du jetzt gerade noch? Nee, also Haupttrends machen wir heute gar nicht. Also wir gucken einfach nur gerade mal so quer drüber, was man an Informationen alles berücksichtigen kann. Also das geht jetzt nicht mehr ins Detail. Das ist auch, Okay. ist nicht gehetzt wegen der Zeit. Alles klar. Ja, Thema Walker-Zirkulation zum Beispiel auch Wettereinflüsse haben wir auch schon drüber gesprochen. Auch das muss ich kennen. Wir haben das in einem Trading Insights Webinar auch mal thematisiert. Deshalb brauchen wir es auch an der Stelle nicht machen. Aber auch das sind Sachen. Wer hat sich damit befasst? Ich habe mich vor 6, 7 Jahren noch nicht mit El Niño-Phänomenen befasst. Irgendwann dann ausgewertet und verstanden, was das für Auswirkungen hat. Und das sind eben alles solche Dinge, mit denen man sein Trading professionalisiert. Und ihr seht selbst, wir haben jetzt noch, glaube ich, mal abgesehen von den Forecast-Charts, haben wir nicht einen klassischen Chart uns angeschaut. Und das ist das, was ich hiermit eben vermitteln will. Das sind eben Dinge, die muss ich verstehen. Ich werde trotzdem manchmal zu früh dran sein. Ich werde trotzdem warten müssen. Aber es passiert eben selten, dass ich komplett falsch liege. Also vielleicht zu früh, ja. Varianzen, ja. Aber dass ich irgendwie jetzt long gehe im Kaffee und das steigt in 10 Jahren nicht. Das passiert einfach nicht. Also von daher glaube ich, dass es einfach sehr, sehr wichtig ist, da eine sehr breite Basis aufzubauen. Aber eben nicht nur sich Wissen anzueignen, sondern eben das auch in der Praxis anzuwenden, weil man dann auch immer wieder die Probleme sieht, die auftreten. Gerade auch bei solchen Phänomenen wie El Niño ist es ja trotzdem, hat man auch da eine breite Streuung, haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber meines Erachtens ist es unerlässlich. Wir haben auch zum Beispiel thematisiert,
auch schon in ganz, ganz frühen Ausbildungen im Go for Professional damals noch, dass Rohstoffe Range-Märkte sind. Auch da kann sich jeder mal die Frage beantworten. Kennt er die Ranges von den Märkten, von den Rohstoffen, die langfristigen, also die, was sind die Kaufbereiche? Zum Beispiel bei Kaffee ist es zwischen 50 und 100 Cent, ist eine strategische Kaufzone, zwischen 250 und 300 Cent ist eine strategische Verkaufszone. Kennt man die? Und wenn ja, hat man das angewendet oder hat man sich nicht getraut? Meiner Meinung nach, also bei all dem, was ich jetzt gezeigt habe, das sind alles Sachen, die wir in den Ausbildungen thematisieren, die bekannt sind für die Trader, die da teilgenommen haben oder da teilnehmen. Meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach auch, wenn ich mit den Tradern korrespondiere, wird ein Bruchteil davon nur angewendet, weil man sich in vielen Fällen auch nicht traut. Das wird jeder kennen. Oftmals denkt man sich, okay, eigentlich soll das so sein, aber bestimmt habe ich das Pech, wenn ich es jetzt mache, ist es der Ausnahmefall. Und der kann kommen, klar, aber es führt kein Weg daran vorbei, dass man dieses Wissen auch entsprechend anwendet. Und wenn man da mal reflektiert, und das würde ich vielleicht jedem mal im Nachgang dieses Webinars raten, einfach mal zu reflektieren, was hat man für Wissen sich angeeignet? Also ist das ausreichend? Wenn es ausreichend ist, also wir haben ja jetzt hier mal so einen groben Abriss, ihr habt es ja gesehen, Wetter, Terminkurven und so weiter, diese ganzen Geschichten, Intermarkets. Wenn das ausreichend ist, wendet man es an. Wenn nicht, warum nicht? Dann muss man an diesem Punkt eben entweder für sich in der Selbstanalyse oder in einem 1-zu-1-Coaching mit einem Mentor, mit einem Coach, mit einem Trader-Kollegen arbeiten. Und wenn man diese Informationen nicht nutzt, dann ist die Frage, warum nutzt man sie nicht? Was macht man bislang und wie erfolgreich ist es? Wenn es super erfolgreich ist, über 5 bis 10 Jahre, überhaupt kein Problem, dann sollte man das genauso beibehalten. Wenn es nicht so ist, dann sollte man sich genau in diesen Feldern besser informieren. Und ich finde es gerade, was Rohstoffe angeht, aber auch was die Aktienmärkte angeht, gibt es so viele Daten und so viele Intermarket-Relationen, die man verstehen kann, wo man dann einfach eine gereiftere Entscheidung treffen kann, die weit weg von perfekt sein wird. Also das soll hier überhaupt nicht den Eindruck vermitteln, dadurch wird man perfekt traden. Ihr seht es ja bei mir selbst. Ich haue auch mal daneben, bin zu früh, habe schlechte Phasen. Also trotz viel Wissen passiert das. Aber es gibt einem eben die Sicherheit und vor allem es gibt einem die Grundlage, weiterzumachen. Und das ist ja der entscheidende Punkt, um da auch so langsam die Kurve zu bekommen. Das, was der Ingmar vorhin angesprochen hat, eingangs, was ich auch anhand dieser Equity-Kurve gezeigt habe, wo die Trader dann kapituliert haben, es ist ja nicht damit getan, motiviert zu sein und zu sagen, okay, ich muss weitermachen, dass man weitermachen müsste. Ich glaube, das weiß sogar jeder. Aber sich dann zu trauen und auch das Vertrauen und das Zutrauen, den Mut zu haben, weiterzumachen, wenn es gerade schlecht läuft. Das ist eben, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Und da hilft es nur, wenn man sich eben genau mit diesen Punkten auseinandersetzt, die wir hier besprochen haben, wenn man sich selbst analysiert, was für Fehler macht man, wenn man sich die Wissensbasis drauf schafft, wenn man das Risikomanagement entsprechend aufsetzt und so weiter und so fort. Weil dieses Weitermachen, daran scheitert es bei den allermeisten. Und das ist auch der Hebel, den ich im Moment im 1-zu-1-Coaching mit vielen ansetze. Das ist eigentlich ein sehr, sehr ähnliches Problem. Deshalb könnte man das theoretisch als Gruppe machen, aber dann würde es wiederum nicht den gleichen Effekt haben, wie wenn man es 1-zu-1 macht, weil viele dann nicht so offen sind. Und das merke ich eben auch in diesen 1-zu-1-Gesprächen mit den Tradern, ob die jetzt dann präsent hier bei mir im Büro sind oder bei den Tradern oder ob wir das per Skype machen oder per Teamviewer. 1-zu-1 ist es eben schon noch was anderes, weil man dann eben nicht irgendwie das Gefühl hat, man offenbart sich vor Wildfremden und die könnten einen auslachen oder man gibt da sehr intime Einblicke in seine Persönlichkeit und so weiter, was ja bei einigen bis in die Kindheit zurückreicht und Erfahrungen, die sie in Beziehungen gemacht haben und im Job, also was ja auch keinen was angeht. Deshalb, das ist der entscheidende Punkt, an dem wir jetzt auch an vielen oder bei vielen Tradern ansetzen im Moment und darum geht es im Prinzip. Also man muss jetzt für sich feststellen, hat man dieses Wissen? Wenn ja, warum wendet man es nicht ausreichend an? Und wenn man es nicht hat, und etwas anderes anwendet, bringt das etwas oder ist man da die ganze Zeit am Rotieren und es kommt nichts dabei raus? Und deshalb haben wir auch gerade bei diesem Kombi-Angebot, was ihr jetzt hier seht, haben wir jetzt alle drei Faktoren mal zusammengepackt,
nämlich einmal die Ausbildung, die theoretische Ausbildung mit Videoschulungen, die wöchentlich erfolgen. Wir haben das 1-zu-1-Coaching mit rein, wo ich dreimal gemeinsam mit jemandem im Coaching bin, also entweder bei mir im Office, bei dem Trader oder eben per Teamviewer und eben diese praktische Anwendung. Und in dem Fall ist es so, auch da wieder, ich habe es vorhin gesagt, es bringt nichts, wenn man sich einfach Ziele setzt, die zeitlich basiert sind, weil die Märkte machen nicht das, was wir wollen in der Zeit, wie wir es gerne hätten. Deshalb haben wir da auch jetzt eine Komponente mit reingepackt, wo wir sagen, so lange bis 20.000 Dollar verdient wurden, weil jetzt zum Beispiel die letzten Monate bis jetzt auf die letzten 2 Wochen bin ich zum Beispiel nicht vom Fleck gekommen. Da konnte man zwar viel lernen, aber man ist finanziell nicht vorangekommen. Deshalb haben wir jetzt auch gesagt, wir wollen da in dieses Paket mit reinpacken, dass die Betreuung so lange geht, beziehungsweise auch die Teilnahme live am Live-Trading, bis ich 20.000 Dollar verdient habe, basierend auf meinen Kontoauszügen, was man ja dann immer nachvollziehen kann. Und damit man eine grobe Orientierung hat, was ist denn ein möglicher Zeitraum, wo sowas zustande kommen kann, ohne dass das auch nur ansatzweise ein Versprechen sein soll, sieht man hier, was für Ergebnisse nach Gebühren und Steuern erzielt wurden in den einzelnen Jahren. Das war alles dann basierend auf seinerzeit 50.000. Jetzt ist die Grundlage im Moment gerade bei 76.000 Euro. Das wächst natürlich hoffentlich auch noch weiter. Also das kann manchmal, wir hatten hier eine Phase 2015, 2016, 2017, das war nicht so pralle, da kam keine Unsummen raus, da hätte man dann halt 3 Jahre gebraucht. Dann gab es Phasen wie 2018, da hat man das innerhalb von einem Jahr verdient, 2014 innerhalb von einem halben Jahr, 2013 auch innerhalb von einem Jahr. Das lässt sich nicht seriös sagen. Deshalb, wenn man in eine blöde Phase reinkommt, dauert es halt länger. Deshalb haben wir das nicht an einen Zeitraum gekoppelt, diese Teilnahme am Live-Trading, sondern daran, dass jemand auch wirklich die Möglichkeit hat, 20.000 Dollar, die ich verdiene, auch mitzuerleben. Und wie man das dann selbst für sich nutzt, bleibt ja jedem dann überlassen. Aber ich glaube, das ist vom Gehalt her oder von der Intensität her das Maximum, was man reinpacken kann. Und ich glaube, da haben wir dann auch all das, was wir gelernt haben aus den Jahren, die Lehren, die wir auch daraus gezogen haben, aus den Ausbildungen, aus den Zusammenarbeiten mit den Tradern, da mit reingepackt. Lässt sich natürlich nicht in eine Riesengruppe packen, sondern das lässt sich natürlich wegen den individuellen Komponenten auch nur mit einer kleinen Gruppe machen von 10 Leuten. Und ja, wer da sich sieht oder wer da Bedarf hat, der kann sich ja da entsprechend dann einen Platz sichern. Generell, um es abschließend auch nochmal zu sagen, es ist, glaube ich, wichtig, dass man sich diese Punkte, wir können gerne diese Präsentation euch auch mal rausschicken dann im Nachgang, damit ihr da die einzelnen Punkte nochmal durcharbeiten könnt für euch. Es ist, glaube ich, wichtig, dass man wirklich sich mal so einen Plan macht, diesen 10-Punkte-Plan und auch mal diese einzelnen Faktoren abklärt. Habe ich die bei mir? Kann ich die bedienen? Habe ich das schon ausreichend ausgeschöpft oder eben nicht? Und es kommt in den meisten Fällen, wenn ich mit Tradern spreche und das analysiere, kommt eigentlich raus, dass viele Baustellen noch da sind, dass viel vernachlässigt wurde. Und ich kann es euch von mir aus selbst auch sagen, ich habe auch immer wieder Sachen vernachlässigt in meinen ersten Jahren. Und sogar nach 10 Jahren habe ich immer noch Sachen schlecht gemacht und vernachlässigt, weil ich gar nicht das Bewusstsein dafür hatte. Und da kann es natürlich helfen, wenn ihr entweder einen guten Kumpel habt, der auch tradet und der vielleicht schon erfahrener ist, oder euch einen guten Mentor sucht. Das muss ja gar nicht ich sein, sondern irgendjemand, der halt wirklich real handelt und mit dem ihr euch, mit dessen Vorgehensweise und mit dessen Art ihr zurechtkommt. Das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig, weil man viele Dinge selbst auch gar nicht so merkt. Das ist halt etwas, wo man so ein bisschen betriebsblind auch ist. Von daher, das sind alles Erfahrungen, die ich auch selbst gemacht habe. Es ist also nicht so, dass ich jetzt so tue, als hätte ich diese Phasen nicht durchlaufen, sondern das war aber bei mir nicht anders. Und deshalb glaube ich, es ist für jeden, kann für jeden wichtig sein, dass man das mal durchgeht. Deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, wir schicken diese Folien einfach euch jetzt auch mal die Tage raus, dass ihr das in Ruhe durcharbeiten könnt und da mal die einzelnen Punkte abklären könnt. René, zum Thema betriebsblind und man kann sich nur verbessern und weiß, was jetzt kommt. Ja. Zeitmanagement. Genau, daran wolltest du ja schon mal arbeiten, hast du auch schon mal gemacht. Es lief eine Zeit lang gut. Heute hast du wirklich wieder sehr über die Stränge geschlagen. 40 Minuten drüber, 38 Minuten, aber gut, Es gibt ist jetzt immer mal heute mal wieder Aufschläge passiert. und Drawdowns. Genau, es geht immer wieder ein Drawdown, ist richtig, ja. Den haben wir jetzt heute bei dir im Zeitmanagement auf jeden Fall auch erlebt. Aber gut, man sieht, dass das auch bei dir passiert, das ist ja schon mal das Gute.
So, Link zu dem Angebot habe ich gerade auch nochmal in den Chat gestellt, damit man ihn nicht abtippen muss. Wer Interesse hat, kann sich das dort mal anschauen, die Informationen dazu. Ansonsten, René, habe ich alle Fragen beantwortet. Mein Hund freut sich auch, wenn ich mit ihm raus kann. Und von daher sage ich jetzt schon mal, bevor du dann alle Teilnehmer noch verabschieden kannst, von mir aus, einen schönen Abend noch. Vielen Dank, dass ihr wieder so zahlreich mit von der Partie wart. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und ja, dann weiterhin gute Trades und bis zum nächsten Trading Insights Webinar am Sonntag. Und jetzt nochmal an dich, René. Macht's gut. Ciao. Ja, auch von mir danke für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit, auch für das Mehr an Zeit. Normalerweise hätte man da wahrscheinlich noch eine Stunde dranhängen können. Ist ein sehr umfassendes Thema. Webinar wurde aufgezeichnet, werden wir so schnell wie möglich auf den YouTube-Kanal online stellen. Die Folien händigen wir euch aus, schicken wir euch die Tage entweder morgen oder am Wochenende zu. Und diejenigen, die im Trading Room dabei sind, die Sitzung starte ich dann gleich erneut. Und es wird aber da keine großen Aktionen mehr geben. Allen einen schönen Abend, einen erfolgreichen Freitagshandel und dann sehen wir uns und hören wir uns am Sonntag um 11 Uhr im nächsten Trading Insights. Bis dahin, macht's gut, ciao.